Dankeschön. Ja, genau. Da, jetzt sind wir auch alle mal ein klein wenig wach geworden. Herzlich willkommen aus Bremen, aus dem Universum, habe ich eben schon gesagt. Mein Name ist André Lampe und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich heute hier moderieren darf. Diese wundervolle Talkshow. Ein kleiner Hinweis. Ihr habt es schon gemerkt, die hier sitzen. Ich habe zu Menschen, die bei YouTube zusehen und bei Twitch im Livestream zusehen, es wird gefilmt. Und es wird ein Bild von euch jetzt gerade in diesem Moment in das Weite des World Wide Web hinausgeballert. Das heißt also, wenn ihr nicht im Stream auftauchen wollt, dann solltet ihr euch hinter die Kameras orientieren, wie das einige getan haben. Es wird auch fotografiert, also als kleiner Hinweis darauf. Wir haben heute auch jemanden, der diese ganze Geschichte ein klein wenig dokumentiert. Nicht ein klein wenig, auf eine wunderschöne künstlerische Art und Weise. Nathalie Peters von aufganzerlinie.de, alles zusammen, nichts dazwischen, wird das Graphic Recording machen. Und ab und zu wird auch eine Kamera ihr Bild, das, was sie malt, über die Schulter gefilmt, in den Stream hinein ballern. Und es ist die Möglichkeit für all die Leute im Chat, aber auch hier im Saal Fragen zu stellen. Nicht auf die typische Art und Weise, dass ich hebe meine Hand und dann kann ich eine Frage stellen, aber eigentlich ist es eher eine Art Bemerkung und vielleicht muss ich dafür kurz ausholen. Nein, dafür gibt es nämlich Karten, da kann man was draufschreiben. Da kann man eine Frage draufschreiben, da kann man auch Verweis auf Quellen machen. Weiß ich nicht, ob ich das dann vernünftig einflechten kann, aber das kommt dann noch nach dort vorne. Wir haben eine kleine Redaktion und dort sitzen Georgia Gödecke und Andreas Grünewald, Dr. Georgia Gödecke und Professor Dr. Andreas Grünewald, die mit diesem Projekt sehr, sehr viel zu tun haben und schauen, welche Fragen kommen mehrfach, das für mich ein bisschen bündeln und mir ab und zu diese Sachen reinreichen. Das heißt also, es soll bitte Fragen, Anmerkungen und sowas aus dem Publikum kommen. Sehr, sehr gerne Fragen an unsere wundervollen Gäste, die wir hier haben. Und bevor ich zu diesen Gästen komme, den ganzen Aufwasch hier bezahlt auch jemand. Und ich bin sehr dankbar, so wie alle, die mit dem Projekt befasst sind. Das hier ist die Auftaktveranstaltung für ein tolles Forschungsprojekt. Und da wollen wir ganz herzlich Danke sagen der Stiftung Innovation in der Hochschullehre, der Stiftung Universität Bremen und der Deutschen Gesellschaft für Fremdsprachenforschung. Damit wir uns besser verstehen, Wissenschaftskommunikation über die Fremdsprachendidaktik ist der Titel von heute und dafür haben wir fachkundige Menschen hier sitzen. Direkt zu meiner Linken ist Juniorprofessorin Dr. Victoria Del Valle. Französisch und Spanisch und Kunstgeschichte hast du studiert und dann noch irgendwie den Master of Education nachgeschoben und in die Didaktik der Fremdsprachen bist du gekommen über Deutsch als Zweitsprache und jetzt bist du Juniorprofessorin an der Universität Paderborn und ab nächstes Jahr übernimmst du die Redaktionsleitung Hispanorama, die Verbandszeitschrift des Deutschen Spanischlehrerverbands. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Victoria. Und dann machen wir weiter mit Professor Dr. Wolfgang Hallert. Emeritierter Professor der Julius-Liebig-Universität in Gießen, betreibt einen Blog, einen YouTube-Kanal und diverse Forschungsprojekte an und mit Schulen zusammen. Vorsitzender im Beirat des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen und noch sehr, sehr viel mehr, von dem du uns sicherlich auch im Laufe des Abends noch das eine oder andere erzählen willst. Und den Blog findet man unter languagelearninglog.de. Ja? Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ulrike Lützen ist Lehrerin für Englisch und Spanisch am Gymnasium an der Wilmsstraße in Delmenhorst, ist auch in der Lehrerfortbildung tätig und Schulbuchautorin. Danke, dass du hier hergefunden hast und bei uns bist.
Und Cedric Engels, besser bekannt als Dr. Watson, sein alter Ego, das er auf YouTube darstellt. Videos über Wissenschaft, Technologie und Zukunft, meistens 10 Minuten Erklärvideos, aber in 2 Tagen hat mir ein Videoproduzent geflüstert, kommt auch ein etwas längeres Video, was mal ein bisschen größer wird als die 10 Minuten und gleichzeitig auch Geschäftsführer von 22 Film. Herzlichen Dank, dass du da bist. Ja, und es soll um Fremdsprachendidaktik gehen. Das hatten wir schon direkt im Titel. Und jetzt würde ich mit Victoria anfangen. Oh, eine Sache muss ich noch sagen. Wir haben uns mehrere Wochen vorher schon alle mal zusammengeschaltet, ein bisschen gequatscht. Wir haben eben hier quasi schon eine kleine Diskussionsrunde im Vorfeld gehabt über den einen oder anderen Punkt. Und dabei sind wir übereingekommen, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, wenn wir so vortrefflich miteinander quatschen können, dass wir in irgendeiner Form auf dem Sie hängen bleiben. Besonders, weil wir jemanden aus dem englischen Sprachraum haben, Spanisch hier sehr dominierend ist und da ist das mit dem Sie einfach nicht so weit verbreitet. Deswegen sind wir jetzt beim Du gelandet. Und Victoria, mit dir würde ich anfangen, nämlich einfach mal zu fragen, was heißt denn oder was ist Fremdsprachendidaktik? Ja, bitte. Okay. Ist ja eine ganz schwierige Frage, ne? Aber ich versuche es mal. Also ich würde sagen, die Fremdsprachendidaktik ist eine wissenschaftliche Disziplin oder die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit dem Lehren und Lernen von Fremdsprachen beschäftigt. Das heißt, von Zweit-, Drittsprachen, alle Sprachen, die wir lernen, nach unserer Muttersprache, Erstsprache. Genau. Und ich würde vielleicht noch ergänzend sagen, also Fremdsprachendidaktik beinhaltet auch die Fachdidaktik der jeweiligen Sprachen, zum Beispiel jetzt hier vertreten, Fachdidaktik Englisch, Englisch und Spanisch. Ich vertrete ja Französisch und Spanisch. Und die Fachdidaktik ist, wie der Name es schon sagt, enger am Fach gebunden und beschäftigt sich dann eben damit, wie das Fach gelehrt und gelernt wird, also das Fach Spanisch. Ja, das würde ich also schon sehr, sehr weit in die Schule mit rein. Das spielt immer dann eine große Rolle, auch in der wissenschaftlichen. Also die wissenschaftliche, also die Didaktik, ne, auch die allgemeine Didaktik, aber die Fremdsprachendidaktik insbesondere, natürlich ist eine Disziplin, die Theorie und Praxis miteinander verbindet. Das ist eine Verbindungsdisziplin, ja. Und es interessiert uns beides, die Wirkung von Praxis, in Praxis, darüber denken wir nach, das kommt zurück in die Wissenschaft und diese, ja, das ist ein Ping-Pong im Prinzip, ne? Würdest du auch sagen, oder? Ja. Okay, dann danke für diese Verortung und ja. Dann, du hast ihn schon angeguckt, Wolfgang, ja. Willst du weitermachen, willst du was ergänzen, willst du den Blick des Englischdidaktikers raushauen? Nö, nicht so unbedingt. Okay. Ich würde mich so der allgemeinen Definition anschließen, vielleicht noch zu unterscheiden, dass wir natürlich auch in unserer Disziplin Unterricht erforschen, das ist also eine Wissenschaft vom Unterricht. Also wir gucken, was passiert da in empirischen Projekten, wie Lernprozesse initiiert werden, wie Unterricht gestaltet wird. Also eine Wissenschaft vom Unterricht. Und dann das andere ist, was wir hoffen, dass das auch eine Disziplin ist für den Unterricht. Das heißt, dass wir Entwürfe machen, dass wir Konzepte entwickeln, die dann praxiswirksam werden, hoffentlich. Und insofern sozusagen auch tatsächlich, wenn möglich, Unterricht entwickeln und auch innovieren. Also es ist so eine Hoffnung, die man natürlich immer hat, dass man was weiterentwickelt. Und das Dritte ist, glaube ich, für die Disziplin muss man auch bedenken, was so eine Schlüsselfunktion ist, das ist, dass sie Konzepte für die Lehrerinnenbildung entwickelt, dass wir sehr stark in die Lehrerinnenbildung selbst involviert sind und die Professionalisierung mitentwickeln, die passiert ja auch nicht von selber, da muss man ja auch Konzepte für aufstellen. Das wäre so eine Dreifachbestimmung, glaube ich. Also diese direkte Verwobenheit von Theorie, von Wissenschaft
und Praxis erklärt, weil wir ja nie, wir arbeiten ja nie sozusagen abstrakt, sondern immer mit Blick auf das, was im Unterricht und im Lernen oder als Lernen passiert. Mhm. Alles klar. Dankeschön. Und dann gehen wir direkt in die Praxis über. Ulrike, du bist Lehrerin, Lehrkraft. Und was heißt Fremdsprachendidaktik für dich? Würdest du etwas ergänzen oder ist dein Blick ein anderer, wenn du aus, wenn du jeden Tag, ja nicht jeden Tag, aber jeden Werktag vor Schülerinnen und Schülern stehst und versuchst, Vokabeln und Grammatik hineinzukloppen? Ja, also ich würde vielleicht noch ergänzen, du hattest das schon angedeutet, für mich ist Fremdsprachendidaktik, also natürlich geht das in zwei Richtungen. Es ist einmal das Lehren, also was uns Lehrkräfte betrifft, aber natürlich auch das Lernen der Schüler. Also das sind zwei Seiten, die man betrachtet, die ihr erforscht und die für uns natürlich dann auch wichtig sind. Ich würde außerdem noch ergänzen, eine Sprache würde ich auch im erweiterten Begriff sehen, also Fremdsprache. Sprache, nicht nur die Sprache, also nicht nur das Kommunikative, Grammatik, Wortschatz. Für mich käme auch noch der interkulturelle Aspekt dazu. Also da schwingen ganz viele andere Disziplinen noch mit und die würde ich da auch mit ansiedeln wollen und das würde ich noch ergänzen. Also wir lehren ja nicht nur eine Sprache und versuchen ja auch ganz viele andere Aspekte mit reinzubringen. Geschichte, Geografie, kulturelle Dinge, was schmeckt den Menschen dort gut, was sind Stereotype, alles diese ganzen Dinge. Und wenn man dann mit Schülern beispielsweise mal Tapas kocht oder irgendwas anderes macht, dann lehre ich ja nicht in dem Sinne, in dem Moment die Sprache. Gut, vielleicht sage ich dir dann auch die eine oder andere Vokabel dazu, aber es schwingt ja ganz viel da noch mit an interkulturellen Dingen und das würde das für mich auch beinhalten. Ja. Ja. Okay. Danke. Und dann würde ich mit Cedric weitermachen. Wie war dein Blick auf Fremdsprachendidaktik bisher und wie musstest du ihn jetzt ändern, nachdem du das hier gehört hast? Ich kann einfach ganz ehrlich sagen, ich hatte, glaube ich, vorher gar keinen so richtigen Begriff oder mir war gar nicht so bewusst, dass es ein Thema ist, bevor ich hier quasi zu eingeladen wurde. Und jetzt weiß ich, was die Definition ist. Also vielen Dank dafür, dass mir das zu eröffnen, dass das überhaupt ein großes Thema ist. Ergibt natürlich total Sinn, dass man sich damit beschäftigt, weil super wichtig. Aber wenn man davon noch nie vorher gehört hat, denkt man nicht drüber nach, dass es das gibt. Ja, es ist tatsächlich auch so, wo kommen denn die Lehrer alle her? Das war auch so meine Frage, die ich mir dann als erstes stellte, als ich dann erstmal gelesen habe, wer wird denn hier sitzen von den Menschen? Und als wir uns dann auch die ersten Male quasi ausgetauscht haben, miteinander gesprochen haben, so, da kommt das her, da werden die Lehrer gemacht und Lehrerinnen für Fremdsprachen. Und das hat eine Basis, die aus der Wissenschaft herauskommt. Ich fand es auch sehr, sehr spannend mit dem, wir beobachten Unterricht und ziehen daraus Schlüsse, um das wieder einfließen zu lassen in die Ausbildung von neuen Schülerinnen und neuen Lehrerinnen und Lehrern. Ist empirische Unterrichtsforschung bei uns. Okay. Ja, ich würde da gerne was zu sagen. Also es ist ja, es gibt kaum einen anderen Beruf, den wir alle so gut kennen wie den Lehrerberuf. Ne? Also es gibt, wir mussten da alle durch. Ja. Also ja. Wir haben alle in unserem Leben Beziehungen zu Lehrerinnen und Lehrern aufgebaut. Ne? Also kann bestimmt jeder was zu sagen. Das heißt also, jede Person hat ein starkes implizites Wissen über die Lehrtätigkeit. Und das ist sehr interessant, damit umzugehen, also diese Theorie darauf aufzubauen. Also wenn wir in der Universität unsere Studierenden, also angehende Lehrerinnen und Lehrer, die mehr denn je, also es ist in Deutschland hat sich das stark verändert in den letzten 20 Jahren, dass die Fachdidaktiken sehr groß geworden sind, also dass die Fächer von vornherein in der Lehrerinnenbildung daran denken, dass diese Leute dieses Fach vermitteln müssen und dass sie von vornherein das mitdenken müssen, vielleicht nicht direkt von vornherein. Ich sage immer, es ist gar nicht schlecht, wenn man erstmal weiß, was das Fach ist, bevor man darüber nachdenkt, wie man es vermittelt. Ja. Aber durchaus schon nach dem vierten Semester oder dritten Semester anfängt, darüber nachzudenken, okay, welche Fragen stellen sich, um eben dieses Fach weiter zu transportieren. Das ist ja auch eine Form von
Transformation, die Transformationskompetenz, ne? Übersetzung, ne? Diese fachlichen, ja, fachlichen Inhalte eben für Schülerinnen und Schüler zu transportieren und eben auch dieses implizite Wissen aufzubrechen, das nämlich leider sehr stark in uns verankert ist. Und es ist ja so klar, dass die Gesellschaft sich entwickelt und jetzt gerade haben wir ja ganz, ganz massive Veränderungen in der, im Unterricht. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen. Ne? Also wegen Pandemie, wegen Distanzunterricht und so. Genau. Du hast jetzt eben gesagt, es müssen Dinge aufgebrochen werden. Was meinst du genau? Dieses implizite Wissen, also jeder weiß. Kannst du denn ein Beispiel geben? So, also, jeder weiß, genau, du musst erstmal 12 Vokabeln lernen. Genau. Oder ich glaube, teach as you was taught oder sowas, das kommt jetzt aus dem Englischen. Ganz oft haben wir ganz feste Strukturen über Lern- und Lehrprozesse schon in uns drin, weil wir sie als Schülerin erlebt haben. Und dann, wenn wir in die Lehrerin, also selber entscheiden, Lehrerin zu werden, manchmal ist es ja so, dass wir es entscheiden. Also in meinem Fall zum Beispiel ist es nicht so gewesen, dass ich von vornherein wusste, ich werde Lehrerin, sondern das hat sich ja im Studium erst entschieden, das ist ja auch vorhin gesagt. Ich glaube, vielen Studierenden oder manchen Studierenden geht es so oder andersrum auch. Ne? Aber man hat ja auch immer eine feste Vorstellung, wie man sich selbst, was man eben selbst erlebt hat als Schülerin und was man dann sozusagen, wie man dann sozusagen Inhalte dann weitergibt. So. Dieses implizite Wissen, das ist so ein implizites Handlungswissen, was wir drin haben über den Lehrerberuf. Ich will gar nicht sagen, dass man den unbedingt aufbrechen muss. Bei manchen ist es vielleicht, also, aber vielleicht doch, denn es ist ja letztendlich schon eine andere Ebene. Ne? Also wenn man eine bewusste Beschäftigung damit ist eine wichtige Sache. Mich erinnert das Ganze an, ich möchte auf keinen Fall so werden wie meine Eltern. Aber meistens ist das eine Sache, auf die wir zurückfallen, wenn es dann die ersten Stressmomente kommt. Es sei denn, man hat sich aktiv mit der Sache auseinandergesetzt und das angefangen zu reflektieren. Und da kommt dann quasi die Akademia, das, was an der Hochschule dann hoffentlich weitergegeben wird, dass es einen Reflexionsprozess gibt und nicht das alte verkrustete Lehrerklischee, was man im Kopf hat, was ja nur aus ein paar Beispielen, die man selbst erlebt hat, quasi besteht, wo man dann sagt, oh, so möchte ich werden oder das will ich auf keinen Fall machen. Was vielleicht manchmal auf dasselbe hinausläuft, dass man es imitiert. Darf ich mal gerade anschließen? Auf jeden Fall, bitte. Das Vokabellernen ist, glaube ich, ein tolles Beispiel, weil ganz viele Menschen an der Fähigkeit, Vokabeln zu lernen, die Fähigkeit festmachen, eine fremde Sprache zu erlernen. Ja? Und Eltern sagen seit Jahrzehnten, der konnte die Vokabeln so gut gestern, ja, und hat er heute leider nur eine 3 geschrieben. Ja? Also die machen... Das ist ein unglaublich tief sitzendes Muster vom Sprachenlernen, das da zirkuliert, also seit Jahrzehnten, das aber völlig sinnlos ist. Das weiß, also deswegen habe ich eben durchaus, ist es wichtig zu sagen, das ist eine Wissenschaft vom Lernen auch, ja. Und lernpsychologisch ist das Vokabellernen völliger Quark, sage ich jetzt mal, ja. Denn das, selbst Schülerinnen und Schüler merken das. Wir hatten im Forschungsprojekt einen Schüler in der Mittelstufe, der gesagt hat, bei der Arbeit habe ich mal gelernt, wie man wirklich Wörter lernt, nämlich dadurch, dass man sie verwendet und dass man damit dauernd was macht und Texte schreibt und Texte spricht und nicht diese blöden Listen da auswendig lernt, ja. Und das ist bekannt seit ewigen Zeiten und trotzdem wird das immer mit dem Fremdsprachenlernen verknüpft und Eltern trimmen ihre Kinder, dass die alle können am nächsten Tag und so weiter. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir eine wissenschaftliche Fundierung haben für das, was wir im Unterricht stattfinden lassen möchten. Aber auch zu wissen, also was du eben gesagt hast, die Fremdsprachendidaktik ist eine sehr junge Wissenschaft. Ja? Das ist jetzt nicht verwunderlich, wenn Leute die gar nicht kennen. Es gibt noch Unis, die keine fremdsprachendidaktische Professur haben oder sie gerade erst aufstellen. Das, also eigentlich hat sich das erst in den letzten 20 Jahren entwickelt, sodass das nicht verwunderlich ist, dass die kaum bekannt ist und auch als Wissenschaft nicht so präsent oder mehr so als Praxiswissenschaft. Ja, die gucken halt, dass da was Vernünftiges im Unterricht passiert oder so. Aber natürlich kämpfen wir ein bisschen damit, muss man ganz ehrlich sagen, dass wir uns auch in den Universitäten und in den Instituten als Disziplin, als wissenschaftliche Disziplin verankern und auch in die Diskurse in diesen Instituten und in der Hochschule einbringen können. Ja? Mhm. Also auch ein Standing da entwickeln.
das hat letztlich auch damit zu tun, was du anfangs angesprochen hast, Andreas, ne? Dass da auch mal Geld fließt, ja, dass da auch Budgets, dass da Professuren eingerichtet werden, ja. Das immer, ist bis heute ein Kapitel, dass man dann schon mal gern eine Juniorprofessur, ja, vielleicht, ne? Aber so eine Ausstattung, wie die Fachwissenschaften haben, ne? Denkt man schon gern dreimal drüber nach, ne, ob man das sich leisten kann. Also deswegen hat das ganz viele politische Implikationen auch. Und leider gibt es immer auch noch die Verteilungskämpfe, die wirklich mit dieser Historie zu tun haben. Ne? Und deswegen ist das eine ganz wichtige Aufgabe, finde ich auch gut, dass diese Veranstaltung hier da einen Vorstoß unternimmt, dass wir im öffentlichen Diskurs eine Präsenz schaffen dafür, dass es eine Disziplin gibt, die ihren Sinn darin hat, dass Millionen von Schülerinnen und Schülern eine vernünftige Bildung erhalten. Ja, muss man sagen. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass Vokabellernen nicht vielleicht der Weg zum Erfolg ist, war dann so, hatten meine Lehrer damals nicht so richtig gehört von vielleicht, aber deswegen würde ich direkt die Shitstorm gleich. Ja. Die Lehrerin angucken. Du möchtest was dazu sagen. Ja, ich möchte einmal zu dem Thema sagen, was du angesprochen hast, dieses implizierte Wissen, was man mit sich trägt. Also das erlebe ich ganz häufig, dass jeder meint, ja, Lehrer kann ja jeder machen. Also jeder meint, ach, das kann ja jeder. Und was machst du eigentlich jeden Tag nachmittags? Vorbereiten muss man ja auch nichts. Und jeder kann das irgendwie. Und dann ist die Überraschung groß. Das erlebt man also natürlich bei Referendaren oder Leuten, die das dann mal ausprobieren. Aber so einfach ist das ja doch nicht. Auf einmal hört mir keiner zu. Auf einmal ist die Stunde schon rum. Also dass das alles irgendwo eine Struktur haben muss, dass das eine Sinnhaftigkeit hat mit dem, was ich da tue. Dass ich darüber nachdenke, was mache ich eigentlich mit Wortschatz, wie bringe ich das an den Schüler, an die Schülerin, wo fange ich an, wo mache ich weiter, das ist ja wahnsinnig komplex, so eine Unterrichtsstunde, und jeder, der das mal ausprobiert hat, weiß das, und alle, die es nicht ausprobiert haben, wissen es nicht, und deswegen finde ich das auch sehr spannend, dass man darüber mal redet und eben auch mal kundtut, was das eigentlich alles mit sich bringt, denn Wortschatz ist ja ein Aspekt. Wir haben auch andere vorhin schon gehört, ich hatte dieses Interkulturelle angesprochen, Grammatik. Es gibt ein Riesenspektrum von Möglichkeiten, das an die Schüler zu bringen. Und auch die Schüler sind ja alle unterschiedlich. Also was man ja auch lernt und was man im Studium lernt, als im Referendariat lernt, ist, es gibt nicht die eine Methode. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es gibt nicht die eine Lösung für alles. Es gibt ein Riesenspektrum, ein Riesenfundus, und aus dem muss ich schöpfen können, und ich muss das Wissen haben über diese verschiedenen Möglichkeiten, um mir dann das Richtige da rauszupicken. Und das ist auch endlos. Also deswegen ist man auch nicht ein fertiger Lehrer, wenn man das Referendariat beendet hat, sondern das geht immer weiter. Also dieses Lifelong Learning, was ja nicht nur in unserem Beruf stattfindet, sondern natürlich überall anders auch, ist, glaube ich, ganz essentiell, dass man das reflektiert. Die Gesellschaften ändern sich, die Schüler ändern sich, es passieren so viele Dinge, und da muss man einfach auch am Ball bleiben, um darauf zu reagieren. Okay, ja. Ich würde jetzt aber dann auch die Lehrerin nochmal direkt fragen, auf das, was wir jetzt gerade gehört haben. Ja, Vokabellernen ist nicht unbedingt das Allerpassendste. Wie funktioniert denn ein guter Sprachenunterricht in kurzen Abriss? Das kann ich nicht kurz beantworten. Wir kommen später darauf zu. Also wie gesagt, was ich gerade schon sagte, also es gibt nicht den einen Satz, es gibt nicht die eine Methode. Nein. Ich glaube, um es ganz kurz zu sagen, ein großes Sammelsurium an verschiedensten Methoden und Unterrichtsstunden, die jeden Schülertyp anspricht, der authentisch ist. Ja, das wäre vielleicht der Versuch, das in einem Satz zu sagen, aber ich glaube, man muss viele Dinge anbieten, denn wie ich eben sagte, der eine lernt besser beim Hören, der andere lernt besser beim Schreiben, und ich glaube, man muss den Schülern viele verschiedene Dinge anbieten, damit sie für sich das rausfinden, und ich glaube, man muss es auch mit denen zusammen reflektieren. Nicht einfach was reingeben und sagen, mach mal, sondern hinterher mit den Schülern zusammen überlegen, war das jetzt gut für dich oder nicht. Und ich bin nicht jemand, der
diese Vokabelgleichung lernen, so wie wir das alle kennen, von links nach rechts, ne? Tree ist Baum und so weiter, der das total verpönt, sondern wenn das jemandem hilft, in einem gewissen Stadium des Fremdsprachenlernens, finde ich das super, dann soll der oder die das so machen. Aber das Wichtige ist, was mache ich dann damit? Also wenn ich dann Wörter gelernt habe, weil ganz ohne Lernen geht's ja nicht, das wissen wir alle, wissen die Schüler auch leider. Was mache ich dann damit? Und dann muss ganz viel kommen und dann muss ich den Schülern ganz viel anbieten. Und das ist vielleicht heute mal, dass wir da ganz viel sprechen, das ist morgen mal, dass wir ganz viel hören, vielleicht auch mal dies eine und das andere. Dann schreibe ich das natürlich auch. Also ich glaube, das Wichtige ist, eine Riesenvariation anzubieten. Und das wäre für mich guter Fremdsprachenunterricht. Dann würde ich jetzt direkt... eine Frage, die mir reingereicht wurde, hatte ich jetzt auch direkt auf den Lippen, die an Cedric adressiert ist. Wie sieht denn ein cooles, ich hätte ein anderes Wort gewählt, aber so ist die Frage formuliert. Wie sieht ein cooles wissenschaftskommunikatives oder Wissenschaftskommunikationsvideo über Fremdsprachendidaktik aus? Okay. Das ist sehr spezifisch, aber... Ja. Aber davon sollte es ja viel mehr geben. Also, ja. Ich weiß nicht, wie viele es aktuell gibt. Ich würde mal schätzen, es gibt weniger als über Physik, als über Mathe, als über Weltallthemen. Ich würde mal behaupten, die meisten Punkte gelten für alle Wissensvideos auf YouTube. Sowieso schon mal eine Unterkategorie von vielem. Und dazu gehört Kurzweiligkeit, also dass das Ganze nicht langweilig wird, dass das Ganze spannend gemacht ist. Zuschauerbindung ist auf YouTube was extrem Wichtiges. Dass die Leute nicht wegklicken, ist für die Plattform extrem wichtig und bestimmt dann auch damit mit, wie viel das Video vorgeschlagen wird, aka wie viel Aufrufzahlen bekommt es, was natürlich dann wichtig ist, weil man möchte ja am Ende auch geguckt werden. Gleichzeitig ist natürlich eine gewisse Production Value, also eine Qualität wichtig, einfach rein technisch schon. Soundqualität ist wichtiger als Bildqualität, aber auch Bildqualität ist nicht gerade unwichtig. Und dann am Ende des Tages, du hast es gerade auch schon authentisch genannt, Entertainer hat mir vorhin mal gesagt, ich erzähle gerne Geschichten. Wir möchten unterhalten, wir machen Edutainment und am Ende des Tages muss man die Leute irgendwie reinholen und auch dazu bringen, irgendwie zuzugucken und Spaß zu haben, weil dann lernt sich's am besten. Und wenn man wie eine Geschichte einen Anfang erzählt, introduced, erstmal reinholt, vielleicht eine spannende Frage stellt, irgendwie erklärt, warum will ich das jetzt überhaupt wissen, warum muss ich das wissen, Relevanz aufmacht, dann erklärt, dann so kurz wie möglich mit einer ganz klaren Erklärstruktur, mit visueller Unterstützung erklärt und am Ende nochmal zusammenfasst und nochmal vielleicht eine Frage aufgibt in die Zukunft oder aufs nächste Thema überleitet, dann ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Basis gelegt. Darf ich mal gerade noch eine? Ja, bitte. Weil ich ganz wichtig finde, dass wir die Zielgruppe benennen, ja, die wir im Auge haben. Es macht einen großen Unterschied, ob ich sprachliche Phänomene, was sehr, sehr spannend, sehr interessant ist, ob ich jungen Menschen oder YouTube-Zuschauerinnen und Zuschauern sprachliche Phänomene erkläre. Das wäre so eher in Richtung Sprachunterricht oder Sprachreflexion. Gibt es auch so Kanäle, die machen das. Auch Mehrsprachigkeit, sehr interessant, weil sie Querverbindungen zwischen Sprachen erklären und zeigen, was da jetzt korrespondiert und so weiter. Ich glaube, da trifft alles zu, was du gerade gesagt hast, ja. Obwohl es auch Ohrensessel-Videos gibt, die ich gerade vor mir sehe, da. Ne? Das andere wäre so, was ich mache, das ist natürlich eine ganz andere Zielgruppe. Das sind ja, das ist ja eine Fachcommunity. Ja? Das sind ja Kolleginnen und Kollegen, Lehramtsstudierende und Lehrerinnen und Lehrer im Beruf. Und da ist natürlich nur begrenzt das Entertainment sozusagen ein Ziel, sondern da ist wirklich so fachliche Information oder fachliche Innovation oder die Vermittlung von bestimmten Konzepten oder Theorieansätzen der Kern der Sache. Ne? Und die funktionieren halt einfach ein bisschen anders. Ja? Ich glaube, dass aber auch in der Fachcommunity das sich sofort erschließt. Also was der Sinn sein soll und dass ich da nur stehe und nichts doll weitermache und keine Storys erzähle. Genau, dass der Druck da nicht ganz so hoch ist. Ja, genau, der Druck ist nicht so hoch. Ja, genau, ja. Genau. Ja, und an der Stelle würde ich dann auch gerne nochmal einordnen. Wir haben, muss auch ein bisschen unterscheiden, glaube ich, vielleicht auch, weil es in der Frage auch so konkret war, Wissenschaftskommunikation. Würde ich für mich als aktiver Wissenschaftskommunikator, der ich bin, immer so einordnen, bei einer Wissenschaftskommunikation muss ich die Grundzüge vermitteln. Da muss etwas hängen bleiben bei dem Menschen, der mir zuhört.
dass er sehen kann, okay, jetzt habe ich ein bisschen mehr verstanden und kann meine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Das ist ein wenig anders als Vermittlung, wo ich darauf angewiesen bin, leider irgendwann so einen Wisch aufzustellen, wo eine Fähigkeit bescheinigt wird, wahrscheinlich sogar noch mit einem Zahlenwert, der irgendetwas ausdrücken soll später für einen Beruf. Also wenn ich Wissen abfragen muss, dann ist das was anderes als die Wissenschaftskommunikation, weil da reicht es die Grundzüge und es muss halt bei der Vermittlung oder im Unterricht reproduziert werden. Und das ist auch nochmal ein Unterschied zu dem, das ist nur schwer leistbar mit einem unterhaltsamen Video. Ich glaube, es würde gehen, aber es wäre ein sehr, sehr großer Aufwand. Die Prüfung stelle ich mir auch interessant vor. Ja, auf jeden Fall. Es ist was ganz anderes, klar. Ja. Also hatten wir vorhin auch schon darüber gesprochen, wo ist der Unterschied zwischen einem Lehrer, der einen Dialog führen kann und 45 Minuten vor der Klasse steht, versus 10 Minuten Monolog, den ich halte, den sich dann vielleicht mehr Menschen angucken als die 30 im Klassenraum, ja. Aber wie viel Wissen bleibt insgesamt dann tatsächlich hängen und wie viel ist dann wirklich eigentlich nur, ich gucke ein Video nach dem anderen, wie viel von einer 3-Stunden-YouTube-Session, die tatsächlich, glaube ich, relativ viele machen, wie viel von diesen 70 Videos in diesen 3 Stunden bleibt dann wirklich hängen? Mhm. Ich würde ganz gerne noch mal was zu der Zielgruppe sagen, die hier angesprochen worden ist. Also einmal natürlich das universitäre Publikum oder beziehungsweise Kolleginnen und Kollegen, ne, eine Fachgruppe und eben ein Publikum, was eigentlich gar nicht definiert ist, sondern was ganz frei ist. Und ich glaube, um da jetzt zur Fremdsprachendidaktik zu kommen, wäre, glaube ich, auch wichtig, dass man versucht, andere Wissenschaften damit zu verknüpfen. Also was wir vorhin schon angesprochen haben, dass man eben vielleicht Fremdsprachendidaktik nicht für sich nimmt und das versucht, sehr wissenschaftlich aufzubereiten, sondern dass man eben versucht, zum Beispiel Neurowissenschaften damit schwingen zu lassen oder so, um eben auch zu erklären, warum sind bestimmte Methoden, um bei den Vokabeln jetzt zu bleiben, bei dem Beispiel, warum sind bestimmte Methoden erfolgreicher hinterher bei deinem Abfragen, wie immer das Abfragen dann auch stattfindet. Und warum sind andere Methoden nicht so erfolgreich? Und ich glaube, das könnte auch interessant sein über die Fremdsprachendidaktik hinaus. Denn lernen tue ich ja nicht nur Wortschatz, sondern es gibt ja diverse Dinge, die ich lernen kann und auch Methoden, wo etwas mehr hängen bleibt als andere Dinge. Und da gibt es ja auch Studien drüber, ne, die sowas miteinander verknüpfen. Also deswegen sowas, das ist jetzt ein Beispiel, die Neurowissenschaften dazu zu nehmen. Aber ich denke, das könnte auch für ein breiteres Publikum interessant sein und nicht nur für Fremdsprachendidaktiker. Ja, du darfst sofort. Ich würde noch kurz eine technische Anmerkung machen. Hier im Raum sind Menschen mit grauen Universität Bremen T-Shirts. Denen könnt ihr gerne die Karten, also wenn ihr eine Frage habt, dann haltet die hoch. Die wird euch wird bei euch abgeholt, damit das auch hier zurückkommt. Das habe ich eben vergessen zu sagen. Die sind sehr, sehr hilfsbereich und helfen euch bei anderen technischen Dingen, falls und sowas. Dann müsst ihr euch einfach nur melden. Die sind genau für diesen Zweck da, aber vor allem auch, um die Fragen einzusammeln. Okay. Ja, ich wollte also 2 Dinge einmal zu Ulrike, also was du gerade sagtest mit der Komplexität, das ist uns ja jetzt schon, also es fällt uns ja schwer überhaupt über die Fremdsprachendidaktik zu sprechen, also mir zumindest, weil das so viel beinhaltet. Es ist also Komplexität in alle Richtungen, ne? Also jeder Untersuchungsgegenstand dieser Disziplin ist komplex in sich. Ob das die Lehrenden sind, ob das die Lernenden sind, ob das der Unterricht ist, ob das die Institutionen sind, die Rahmenbedingungen und so weiter. Unsere bundeslandabhängige Bildungspolitik. Ja, also ja, Bildung ist Ländersache. Komplex in alle Richtungen. Und die Disziplin an sich ist eine transversale. Also es ist eine integrierende Wissenschaft, die funktioniert nur durch andere Wissenschaften, Neurowissenschaften, Sprachwissenschaften, Kulturwissenschaften, Literaturwissenschaften, Psychologie, Pädagogik und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, dass es, oder zumindest ist es immer mein Anliegen, mehr auf die Verbindungspunkte zu schauen. Und da sehe ich zum Beispiel, weil wir ja, also ich sage jetzt mal ganz ketzerisch,
wir Lehrerinnen und Lehrer, wir haben jetzt Angst vor YouTuber, dass sie uns unsere Schülerinnen nehmen, ne? Oder dass wir demnächst, wenn jetzt noch KI und Robotik kommt, dann brauchen wir ja gar keine Lehrerinnen und Lehrer mehr, ne? Cedric hebt schon die Augenbrauen. Genau, aber wenn wir uns doch mal Erfolg anschauen von YouTube-Videos oder wenn wir uns, du hast gerade gesagt, was braucht es, ein gutes Video zu machen, da habe ich direkt an Hilbert Meyer gedacht, das ist der Didaktiker und Pädagoge, der sich mit gutem Unterricht befasst hat und der zum Beispiel als erstes festgestellt hat, das Wichtigste ist, ein Bündnis zu schaffen mit den Schülerinnen und Schülern. Das, was du machst mit deinen Zuschauerinnen oder Zuschauern, ne? Das, was du willst, ist, dass die nicht wegklicken, ne? Dass die da bleiben. So, und das müssen wir auch wollen. Und das Zweite, das hat, was ich gedacht habe, das hat mich an die Hattie-Studie, an die bekannte Hattie-Studie denken lassen. Also, dass die Wirkung oder das Wirkungsvollste oder sagen wir mal, ein Element, das sehr viel dazu beiträgt, dass Unterricht funktioniert, ist die Lehrkraft. Und zwar die Haltung, die die Lehrkraft zu dem Fach hat, was sie unterrichtet und zu den Inhalten hat. Das heißt, wenn ich selber darüber, wenn ich selber daran glaube und begeistert bin, und das seid ihr ja auch, dann klappt das irgendwie zumindest besser. Und wenn ich dann noch vorher ein Bündnis mit den Kids, Jugendlichen oder wie auch immer aufbaue, dann habe ich schon mal die halbe Miete drin. Und dann kommt natürlich noch der ganz andere Fächer, das ist auch nicht weniger. Wir sind weiterhin mit Methodenvielfalt. Dann gibt es die verschiedenen Themen, die Jahrgangsstufen, die, das Alter, die Entwicklungsstufe. Es ist wirklich komplex in alle Richtungen. Aber trotzdem gibt es diese Verknüpfungspunkte und die dann letztendlich bei uns doch ähnlich sind oder vielleicht sogar gleich, ne? Ja, also kann ich nur bestätigen. Also wenn ich für ein Thema brenne und fasziniert bin, dann ist das so viel einfacher, darüber zu reden und es kommt auf jeden Fall besser rüber. Und deswegen wähle ich natürlich auch die Themen, auf die ich sowieso schon Bock habe und baue mir damit natürlich auch so irgendwo mein eigenes Publikum zusammen, das genau diese Themen toll findet und irgendwo kommt man dann in diese Bubble rein, aber an und für sich baut man sich auch eine Community auf, die genau das dann toll findet. Und genau da haben wir es natürlich mega einfach, weil ich muss nicht Stoff A, B, C unterrichten, der dann irgendwie vorgegeben ist vom Lehrplan, sondern ich kann mir jede Woche ein neues Thema raussuchen, das ich spannend finde, das ich toll finde und muss halt, die ungeliebten Themen muss ich gar nicht machen. Also es ist eigentlich ein sehr gemeiner Vergleich. Ich hatte eben in unserem Gespräch, wo wir das thematisiert hatten, gesagt, müssen wir jetzt in der Lehrerbildung uns sehr gut überlegen, ob wir da nicht was abgucken müssen. Ja. Nein, tatsächlich, meine ich jetzt ernst. Ja, ja. Ja. Weil du hast ja so Gelingensbedingungen da gerade genannt. Und natürlich muss man sich fragen, wieso funktioniert ein 10-Minuten YouTube-Vortrag und ein 10-Minuten Lehrervortrag in der Klasse leider nicht. Ne? Und das ist sehr ungünstig. Das heißt, diese performative Dimension, ja, dessen, was wir da betreiben, die muss man erlernen, die muss Teil der Lehrerinnenbildung auch sein. Und wenn ich jetzt Bildung sage, meine ich da auch sehr konkret Training mit. Ja? Also ich glaube, das kann man lernen, dass wir so eine Art von sozusagen Vortragskompetenz auch in die Lehrerinnenbildung einbauen. Und ich sage das deshalb, weil wir das eben erwähnt, in den mündlichen Prüfungen, die wir digital machen müssen, tatsächlich so ein Element eingebaut haben, verpflichtend, dass alle mit einem 2-Minuten Erklärvideo beginnen sozusagen. Sie müssen vor der Kamera zu Hause stehen und in irgendeinem fremdsprachendidaktischen Sachverhalt, ein Konzept oder Theorieansatz oder was sie sich ausgesucht haben oder Wortschatz lernen, ja. Das müssen die als Bestandteil der Prüfung erklären. Und das war ein ganz total erfolgreiches Konzept, weil die das auch sichtbar geprobt haben vorher. Ja, das durften sie ja. Und da zu 90% wie eine Eins vor der Kamera gestanden haben und ihre Erklärvideos abgeliefert haben. Wir haben gesagt, nach der Prüfung, Mensch, das hätten wir aufzeichnen müssen, das kann man ins Netz stellen, da kann sich jeder angucken, was zu diesem oder jedem Thema zu wissen ist. Ne? In knackigster Kurzform. Deswegen finde ich schon, das fände ich, also, dass wir uns da was abschauen können und sagen, ja, das muss man hinkriegen können als Lehrerin. Laden dich ein. Naja. Ich gebe jeden Sommer für Schülerinnen und Schüler so Videokurse, wo ich dann, es geht um inhaltlich, geht es um Physik und Naturwissenschaften, aber ich bringe auch bei, so funktioniert eine Kamera, das ist ein Shutter Speed, so ist das Mikrofon. Und es ist super, super, es lehrt halt noch gleichzeitig Medienkompetenz mit
Und wenn man etwas selber erklären muss, muss man es verstehen, sonst merkt man das. Ja. Fragen, Multiple Choice oder so, das kann man vielleicht sich noch irgendwie durchbringen, aber wenn man was selber erklären muss, dann merkt man ganz, ganz schnell, wo man selber noch Lücken hat. Und das deswegen auf jeden Fall super, super tolle Methode, ja. Ja, und vielleicht noch ganz, weil es super spannend ist, wir hatten es vorhin schon, vielleicht die Studie, von der du vorhin erzählt hast, kannst du noch mal ganz kurz dazu einleiten, die 10 Minuten, waren es 10 Minuten, es waren nicht 10 Minuten. Also quasi der Vergleich Video. Ach so, ja, es gab, also ich, ja, ich habe mir leider nicht gemerkt, wie die Personen hießen, die die Studie durchgeführt haben. Es war in der Mediendidaktik und Medienpädagogik gab es einen Vergleich zwischen, genau, den Lernerfolg an einem bestimmten Thema. Es ging um, ich habe mir auch leider nicht gemerkt, welches Thema es ging, weil es das Fach Mathematik, ich hatte Mathe-LK, also eigentlich. Aber es war ein ganz konkretes Thema und dann haben die Schülerinnen und Schüler das mit Erklärvideos und dann mit Unterricht gelernt. Und die wurden beforscht und verglichen und die Erklärvideos, deswegen fand es Cedric ja auch sehr interessant, haben einfach definitiv besser abgeschnitten. Also die Studie hat dann sozusagen uns so ein bisschen wachgerüttelt und gesagt, Leute, wir müssen wirklich darüber nachdenken, wie wir Unterricht gestalten. Und wir sind in einem, also wir leben in einem medialen, in dem medialsten aller Zeitalters. Und es kommt noch mehr. Es ist ja nicht das Ende in Sicht, ne? Es sind so viele Erklärvideos im Umlauf und Erklärvideos haben, glaube ich, auch gerade jetzt während der Pandemie oder der Schulschließung auch vielen das Leben gerettet. Also man könnte auch nochmal, es gibt bestimmt auch Studien darüber, wie Abiturienten, also das Leben, jetzt habe ich ein bisschen übertrieben vielleicht, ne? Aber obwohl aus der Sicht eines Abiturienten, einer Abiturientin, genau. Also diese Studie hat das belegt, ne? Und in der Mediendidaktik ist das auch kein Geheimnis, dass da viel passiert und dass ihr viel Gutes produziert. Und natürlich auch viel, was mega. Ich wollte nur noch mal lärmpsychologisch sagen. Es ist sehr wichtig, nein, wenn wir jetzt hier YouTube-Videos hypen, ja, also Explainer-Videos, ne? Wir sprechen ja darüber, dass da jemand steht und hält uns einen Vortrag. Ja? Das ist ein Monolog. Und der Monolog ist eigentlich lärmpsychologisch relativ ungünstig. Aber an der Stelle muss ich kurz eingreifen, weil ein Video ist nicht zwangsläufig ein Monolog und spring mir da bei, weil es ist ausproduziert. Du kannst, grafische Elemente mit Ton, mit Beispielen, mit anderen Szenen verknüpfen. Das ist etwas anderes, was im Klassenraum möglich ist. An die Möglichkeiten dran zu kommen, bräuchte man Unterricht mit Spezialeffekten. Es ist halt Wissensvermittlung. Ja. Und das ist der Punkt. Ja. Es geht um Wissen. Und Wissen müssen wir heute in der Schule nicht mehr nur vermitteln. Wir müssen Handeln vermitteln, also Handlungswissen vermitteln. Also das ist, glaube ich, der Schlüssel. Weil Wissen können wir uns, ich sage immer, unsere Schülerinnen und Schüler haben in der Hosentasche so viel Wissen, wie ein Lehrer niemals in seinem ganzen Leben irgendwie sich aneignen kann. Und das wird ja nicht weniger werden. Also wir müssen uns davon verabschieden, unseren Schülerinnen und Schülern Wissen zu vermitteln an der Schule. Das ist Zeitverschwendung. Das können die auch zu Hause machen. Kann man mal klatschen. Es ging ja um die monologische Vermittlung, ja? Ja. Dass jemand sich da hinstellt und sagt, ich erkläre euch das mal jetzt. Mhm. Und es ist ja eine Grundhaltung, die Lehrer und Lehrer mitbringen. Ne? Ich weiß was, ich erkläre dir das. Und deswegen ist die Grundfrage, wieso funktioniert das auf YouTube und nicht im Klassenzimmer? Ja? Und ist mir klar, wir haben eben aber im Vorgespräch tatsächlich mit Blick darauf auch gesagt, ja, da müssen wir hingucken, was da genau in den YouTube-Videos passiert. Wieso kann ich jetzt im Klassenzimmer nicht bestimmte Instrumente, Visualisierung, ja, bestimmte Animationen, wieso kann ich das nicht einspielen? Also das heißt, das ist schon eine riesige Frage an die Lehrerinnenbildung, ja, dass wir da überlegen, was bedeutet jetzt eigentlich Wissensvermittlung, wie kann die wirklich produktiv gestaltet sein, dass sie auch wirklich zu Lernen führt und nicht dazu, dass die Leute abschalten. Also das wollte ich sagen.
Genau, ich sehe schon Zucken, sowohl von Ulrike, aber auch von Cedric. Möchtest du, da jetzt das Erklärvideo mehrfach thematisiert wird, noch ergänzen oder deine Seite? Ja, gerne, ganz kurz. Also genau, zum einen möchte ich natürlich sagen, fairerweise, bei unseren Videos, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber wir stecken ungefähr 200 Stunden Arbeit in ein 10-Minuten-YouTube-Video. Das kann man von Lehrkräften nicht erwarten. Danke, danke. Ihr habt doch die Sommerferien. Ihr müsst doch nicht schlafen. Genau, also das zum einen, ist, was ich aber auch auf der anderen Seite sagen wollte, es gibt viel tolle Programme, die inzwischen kostenlos sind, die viel, viel besser werden, die inzwischen mit einem Klick ganz, ganz viel ermöglichen, was vor 10 Jahren noch überhaupt nicht möglich war. Computer, Laptops werden auch nochmal, die Prozessoren werden nochmal viel, viel besser, günstiger. Da ist jetzt bald sehr, sehr viel möglich. Aber das Problem ist wahrscheinlich ein ganz anderes, wie du gerade schon sagtest. Ich wurde auf jeden Fall noch mit Overhead-Projektor unterrichtet und ich bin wahrscheinlich in diesem... Also, also ist auch noch nicht so lange her, von daher, also ich glaube, viele Lehrer würden da niemals hinkommen. Und deswegen war mein Vorschlag, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, ein bisschen hybrid, warum nicht am Anfang des Unterrichts ein Video zeigen. Ich biete meine Videos sehr gerne kostenlos an im Unterricht, also einfach anklicken, ist es auf YouTube. Und danach kann man dann quasi Fragen klären, das diskutieren. Ich, am Ende meiner Videos sind auch immer offene Fragen, die dann freigegeben werden, sowieso auch für die Kommentare, aber natürlich funktioniert das im Unterricht genauso. Und dann können halt auch nochmal, kann man in den Dialog gehen, von da aus dann arbeiten, sodass LehrerInnen genau davon profitieren können, dass wir da 200 Stunden Arbeit reingesteckt haben. Die Seite der Lehrerinnen und Lehrer hat eben gezuckt so, und möchte etwas, was ich gerade gesagt habe, Ulrike. Nein, ich danke dir, Cedric, für diesen Hinweis, 200 Stunden für 10 Minuten. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ja. Aber ich würde mal den Versuch wagen, diese Sachen miteinander zu verzahnen. Also ich glaube, man muss gar nicht dieses Entweder-Oder unbedingt genau sehen, ja, sondern das ist ja das, was ihr auch ansprachst, was kann man sich von denen abgucken? Und ich glaube, das ist eine ganz tolle Chance. Ich erinnere mich an meine Anfangszeiten in meinem Studium, wo ein Professor ganz am Anfang sagte im ersten Semester, wer Lehrer werden will, muss auch auf der Bühne stehen können und keine Scheu haben, auf der Bühne zu stehen. Und das habe ich mir so gemerkt als ein Spruch und ich glaube, dass alle, die jetzt zuhören und Lehrer werden wollen, das ist ein ganz richtiger Spruch, denn man ist irgendwo auch ein Entertainer. Man hat seine Rolle da zu spielen. Man muss gewisse Dinge sich jeden Tag neu überlegen. Natürlich muss man auch irgendwo authentisch sein, es muss zu einem passen. Aber ich glaube, diese Dinge, die ihr macht, also in ganz komprimierter Form, was bei uns so nicht möglich ist. Aber es gibt ja diese ganz bestimmten Stundeneinstiege, die im Referendariat immer eine ganz wichtige Rolle spielen. Wie fange ich an, um eben genau diese... Bei euch sind es die Zuhörer oder die Klicks, damit die nicht abhanden kommen. Bei uns sind es die Schüler im Klassenraum, die da ja nun alle unfreiwillig sitzen. Neugier befördern. Ja, etwas, Neugier fördern. So, also wie verliere ich die nicht? Das ist ja das Ziel, was wir alle haben. Wie verliere ich die nicht? Wie kann ich die möglichst bei der Stange halten? Und dann ist natürlich ein Unterrichtseinstieg, der spannend ist, wo ich eine Frage oder die, was ich vielleicht auch multimedial irgendwie ganz toll machen kann. Ich glaube, da können wir uns ganz viel abgucken und das sollten wir auch tun. Und sei es ein Video zu zeigen oder mir Sachen abzugucken. Es hängt natürlich dann auch wieder mit der Ausstattung der Schule und allen möglichen Dingen zusammen, aber ich glaube, da kann man sehr, ja, in kürzerer Zeit, wenn man sich ein Sammelsurium an Ideen angeeignet hat, aus einem Fundus greifen und sich vielleicht auch woanders Ideen holen. Wie kann ich da Schüler bei der Stange halten? Und ich glaube, die Chance besteht da definitiv. Und ich glaube, darauf sollte man gucken, wie kann man die Dinge miteinander verzahnen. Denn das, was ihr nicht habt, sagtest du ja auch schon, ist der Dialog. Und der ist ja auch ganz enorm wichtig, ne? Nachzufragen, Sachen vielleicht zu hinterfragen, Schüler auch das Wort zu geben, wo sie Sachen nicht verstanden haben oder vielleicht in eine ganz andere Richtung denken möchten, diesen Platz zu geben. Und ich glaube, das ist enorm wichtig und das haben wir auch in der Pandemie extrem gemerkt, das hat allen gefehlt. Der persönliche Austausch und die Kommunikation miteinander, das ist, glaube ich, ganz essentiell und das ist das, was man dann eben im Klassenraum doch noch bieten kann. Ja, das wollte ich ganz kurz noch ergänzen, die geteilte Wirklichkeit und das ist das, was wir ja hier jetzt auch haben, dieser Moment, den wir im Unterricht ja auch haben, diese 45 oder 90 Minuten, diese geteilte Wirklichkeit, das ist hochperformativ und deswegen sind performative Kompetenzen so wichtig, jetzt mehr als je zuvor. Genau, da geht es nicht nur um Interaktion und Dialog, da geht es wirklich um diese geteilte Zeit zusammen, ne? Und da müssen wir auch drüber sprechen, ob wir wollen, dass Schulen nur noch Institutionen sind, wo unsere Kinder untergebracht werden, während wir arbeiten gehen, oder ob wir wollen, dass diese geteilte Wirklichkeit auch nicht nur geteilt wird, sondern eben auch sinnvoll
genutzt wird. Ne? Ja, ich würde hier an dieser Stelle, weil niemand sofort gezuckt hat, die Gelegenheit beim Schopf ergreifen, eine Frage zu stellen, die ich mir schon fest vorgenommen habe für diesen Punkt. Aber sie ist Gott sei Dank auch von außen gekommen, etwas krasser formuliert, als ich sie gestellt hätte. Aber mir gefällt die Art und Weise, wie sie gestellt wurde. Weil heute steht oben drüber, damit wir uns besser verstehen, Wissenschaftskommunikation in der Fremdsprachendidaktik. Die Frage ist, warum sollten Inhalte der Fremdsprachendidaktik überhaupt an die Gesellschaft vermittelt werden? Wir haben hier schon Beispiele gesehen, warum das wichtig ist. Aber warum sollte das überhaupt Relevanz wäre hier das Stichwort? Und ich weiß, weil ich habe mit Viktoria schon im Vorfeld gequatscht, du hast dich mit der Frage der Relevanz auch beschäftigt. Aber ich würde das jetzt an die Runde geben und mit dir anfangen. Warum sollten Inhalte der Fremdsprachendidaktik überhaupt an die Gesellschaft vermittelt werden? Also genau, worauf du anspielst, ist, ich habe mich natürlich vorbereitet hier und mit dieser Frage habe ich mich beschäftigt, mit dieser Frage. Achso, ihr habt euch natürlich auch vorbereitet, so war das nicht. So wollte ich das nicht sagen. Ich meinte, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, weil man ist ja irgendwie ein bisschen fachblind, ne? Wir sind ja irgendwie... Wir machen nichts anderes und natürlich ist für uns Fremdsprachendidaktik, damit verdiene ich mein Geld, davon lebe ich, damit lebe ich, ist klar, für mich ist es relevant. Aber wie sehen das andere Menschen? Ja. Das war eben die Frage für mich. Und dann habe ich gedacht, ich befrage mal, weil ich die gerade so an der Hand hatte, Kinder. Die sind ja immer ehrlich und... Naja gut, man könnte auch darüber diskutieren, ob die soziale Erwünschtheit nicht vielleicht auch hoch war. Aber ich habe noch mal gefragt, findet ihr, also erstmal habe ich kurz erklärt, was Fremdsprachendidaktik ist. Aber obwohl ich habe gesagt, das Lernen und das Lehren, das darüber nachdenken, wie man Sprachen lernt und lehrt, findet ihr, dass das wichtig ist? Und da haben die natürlich gesagt, ja klar ist das wichtig. Und warum? Weil es wichtig ist, dass wir Menschen miteinander kommunizieren, dass wir lernen, miteinander zu kommunizieren, dass wir Sprachen lernen, voneinander lernen und dass wir uns so eben besser verstehen. Also, das haben Kinder gesagt, die waren 12, die waren 11 und das ist hier nichts anderes als Völkerverständigung, natürlich Kommunikation. Und deswegen sind Fremdsprachen auch bildungspolitisch immer sehr, sehr wichtig. Wenn man sich den Bildungsplan anguckt im Europarat, da sind Fremdsprachen sehr hoch angesetzt. Gerade in Europa geht es ja auch darum, dass wir uns gut miteinander verständigen und dass wir nicht nur alle Englisch sprechen, auch wenn die Anglisten das gerne so wollen. Natürlich sprechen wir alle Englisch, aber plus noch eine weitere. Es geht ja eben nicht nur darum, das, was auch Ulrike gesagt hat, die Sprache zu lernen, sondern eben auch die kulturellen Codes auszutauschen und sich auch vielleicht zu verstehen. Also ich glaube, die Fremdsprachendidaktik kann sehr, sehr viel in die Gesellschaft tragen, also nicht nur im Sinne der Kommunikation. Es geht ja auch gerade jetzt, ich finde das brisant, ich habe es vorhin schon angesprochen, wenn wir mit KI jetzt mit unserem Handy simultan übersetzt, also wir brauchen noch nicht mal eine Person dafür, also simultan übersetzt, ich habe das jetzt schon zigmal beobachtet, wie Menschen so miteinander kommunizieren, dann müssen wir uns natürlich auch fragen, welche Relevanz der Fremdsprachenunterricht in der Schule dann noch haben kann, wenn wir sozusagen über eine Maschine übersetzen können, also Übersetzungstools richtig gut geworden sind, also DeepL zum Beispiel ist wirklich richtig gut geworden. Und da ist es unsere Aufgabe in der Fremdsprachendidaktik, darüber nachzudenken und zu sagen, nein, wir sagen sowieso nein, wir können es nicht den Maschinen nur überlassen. Wir sind nämlich dann wirklich lost in translation, wenn da eine Fehlprogrammierung kommt, ich will jetzt nicht irgendeine Dystopie aufmachen, aber genau, darüber müssen wir nachdenken auch. Da würde ich ganz gerne auch direkt, wenn ja, ich bitte, darf, aber sehr gerne. Fragen, denn aber sehr ich habe auch die Frage meinen Schülern gestellt, die jetzt ins Abitur gehen, im Spanischkurs, und habe die gefragt, warum habt ihr das eigentlich gewählt? Ne, genau mit dem Aspekt, ihr könnt in Google-Übersetzer sprechen, ist doch ganz cool. Warum habt ihr überhaupt jetzt Spanisch zum Abitur gewählt? Und dann kam genau die gleiche Antwort, weil ich mit den Menschen sprechen möchte. Und
ich glaube, jeder von uns hat auch die Erfahrung gemacht, wenn man eine Fremdsprache spricht und es irgendwo, meistens ja irgendeine Urlaubssituation, und man spricht die Sprache mit den Menschen, die einem gegenüberstehen, man öffnet Herzen, man öffnet Türen. Es ist eine ganz andere Art von Kommunikation, als wenn ich mit so Geräten hantiere. Natürlich hilft das enorm, habe ich auch schon erlebt, mit Handwerkern, die jetzt kein Deutsch sprachen oder so, super. Aber was ich ja möchte, ist mit Menschen zu tun haben. Und das fand ich ganz interessant, dass das auch die Schüler gesehen haben. Es war natürlich jetzt Oberstufe, die sind natürlich schon etwas reifer als jetzt die Mittelstufe. Aber das war genau der Punkt. Die machen das, weil sie gerne mit den Menschen sprechen möchten und eben auch der kulturelle Aspekt. Ich möchte über das Land was lernen und das Argument, ich kann das viel besser verstehen, wenn ich die Sprache spreche. Das ist das eine. Ich möchte noch auf den Punkt eingehen, warum andere Menschen als Fremdsprachendidaktiker darüber was erfahren sollten. Ja. Und das ist genau dieser Punkt. Also wenn ich jetzt in der Wirtschaft arbeite oder BWL studiere, VWL studiere, es gibt ja auch Psychologie, Wirtschaftspsychologie und solche Dinge. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt. Wenn ich in einem internationalen Unternehmen arbeite, glaube ich, kann ich ganz anders mit Leuten gegenüber mich auseinandersetzen oder Geschäfte machen, in dem Fall, wenn ich diese Sprache spreche. Und das ist natürlich meistens Englisch, ist ja auch super. Es kann natürlich auch eine andere sein. Wenn ich Kaffee handle mit Südamerika, wäre auch Spanisch super. Ich glaube, das wäre ein Punkt, den man noch viel stärker herausstellen könnte, jetzt zum Beispiel für den Bereich Wirtschaft. Ja. Vielleicht nur noch mal zu der Fragestellung. Also ob wir was über die Fremdsprachendidaktik vermitteln, stelle ich mir auch sehr schwierig vor, weil das ja bedeutet, dass man auf einer Meta-Ebene über unsere Disziplin spricht. Sondern ja, also es muss nicht zwangsläufig eine Meta-Ebene sein, sondern anfangen zu erklären. Vielen Dank. Wollte ich gerade darauf hinaus. Entscheidend ist, glaube ich, dass wir zentralen, die relevanten Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, ja, oder die wir für gesellschaftlich, kulturell, ja, politisch relevant betrachten, dass wir die sozusagen in der Kommunikation nach vorne schieben, damit verständlich wird, was wir da überhaupt betreiben. Ich möchte nochmal betonen, dass wir eine junge Disziplin sind und dass es ganz viele auch europäische Länder gibt, in denen die Fremdsprachendidaktik als Disziplin gar nicht so existiert. Ja? Also selbst auch im englischsprachigen Raum, Applied Linguistics oder so. Aber insofern sind wir auch noch dabei, diese Disziplin zu formen. Und natürlich wäre zum Beispiel eine solche sehr wichtige Frage die der Professionalisierung des gesamten Sprachlehrbetriebes, des Fremdsprachenunterrichtes. Ja, weil das sage ich deshalb, weil wir eben darüber gesprochen haben, dass einerseits seit ungefähr 20 Jahren, manchmal erst seit 10 Jahren, die Bildung und Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer professionalisiert wird durch eine Disziplin. Andererseits aber gerade jetzt der Disput ist, wo kriegen wir die Lehrer her? Und da haben wir die ganze Seiteneinsteigerei. Da werden Ausbildungsgänge verkürzt oder eingedampft auf ein paar Wochen. Wer Englisch kann, der kann es auch unterrichten. Ja, also so. Und ich glaube, für unsere Disziplin ist das sehr wichtig, dass wir darauf bestehen, dass wir diese Professionalisierung im Studium und in der zweiten Phase im Referendariat, dass wir die brauchen, ja, und dass da eine Expertise im Fach ist, die man nicht einfach überspringen kann, sondern dass das einen guten Grund hat, dass wir da die Felder theoretisch und konzeptuell entwickeln und auch absichern und dass es sich um ein Wissen handelt, Handlungs- und auch Konzeptwissen, das man als Fremdsprachenlehrerin braucht. Ja. Also ich sehe da schon, das ist auch ein politisches Statement, wenn man sagt, das muss ein Ziel sein, dass diese Lehrerbildung professionalisiert ist. Gilt im Übrigen für alle Fächer, ja, weil das ist eine ganz große Gefahr, die wir gerade haben. Zu der Relevanzfrage, also was muss überhaupt an die Gesellschaft vermittelt werden? Da, Cedric, du hast vor einiger Zeit ein Erklärvideo gemacht, wo es darum ging, wie kann man mit Aliens oder mit Wesen sprechen, wo wir keine gemeinsame Sprache teilen. Also wie kann Kommunikation zustande kommen? Würdest du jetzt, wenn nach dem, was du jetzt gehört hast, reingehen und sagen so, vielleicht sollte ich einen zweiten Teil machen, weil ich habe gerade gemerkt, es gibt noch ein bisschen was, was jetzt hier zutage getreten ist, was wichtig ist, oder? Ob ich also
Ich glaube, es geht in eine etwas andere Richtung. Also das mit den Aliens ist halt quasi ein Gedankenexperiment gewesen, weil es quasi so weit hinausgeht, dass wir fragen, die benutzen vielleicht nicht mal Schall zum Reden, ja. Die haben vielleicht nicht mal Gliedmaßen, die haben vielleicht ganz andere, die leben ganz anders, basierend auf anderen Molekülen, dass wir gar nicht uns darüber Gedanken machen können, wie anders könnten die sein. Und dann haben wir angefangen, okay, was ist so das Unterste, worauf man sich verständigen kann? Und das ist vielleicht Mathematik, dass man dann anfangen kann mit wirklich den Basisgrundsätzen von Mathematik und dann anfangen kann, darüber eine Sprache aufzubauen. Ich glaube, das ist dann doch sehr, sehr weit weg und sehr metaphysisch von dem, also hier sind wir dann doch noch von bei Spanisch lernen und das von Mensch zu Mensch, also das weiß ich nicht, ob das ein Teil 2 wäre. Trotzdem natürlich super, super spannend und wenn ich hier ein konkretes Thema raushöre, werde ich auf jeden Fall ein YouTube-Video drüber machen. Tatsächlich bisher am meisten hat mich, glaube ich, abgeholt, doch ein bisschen noch die Verbindung zum Neurologischen. Zum Beispiel hatte ich die Frage gehört, gibt es ein biologisches Alter, ab dem man nicht mehr Fremdsprachen lernen kann? Weil man lernt ja am besten, wenn man jung ist und ich bin jetzt 26, kann ich das irgendwann gar nicht mehr oder bin ich irgendwann schlechter oder lohnt es sich jetzt noch, eine neue Sprache zu lernen? Das fände ich zum Beispiel super spannend. Was hat das mit dem Gehirn zu tun? Also was bestimmt das? Auf jeden Fall lohnt es sich. Also es lohnt sich immer zu lernen. Also ich sage ja immer, wir hören auf zu lernen in dem Moment, wo wir die Augen für immer schließen. Ab dann lohnt es sich nicht mehr, also dann brauchen wir nichts mehr lernen. Aber Fremdsprachen lernen, also was da neurologisch passiert, die Neurowissenschaften, die sind auch sehr jung und die haben ganz viel mitgebracht in das Lernen von Fremdsprachen. Zum Beispiel gibt es ja verschiedene Mythen, unter anderem auch, Kinder lernen anders, nicht besser. Also das ist nicht unbedingt mit Qualität oder mit, klar sieht man mehr Erfolg oder man sieht es schneller, man erkennt es auch, aber Erwachsene lernen genauso, vielseitig, anders einfach. Was zum Beispiel, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ne, was gesellschaftlich überhaupt wichtig sein könnte, was wir so mitbringen, also ich hatte mich nämlich auch mit der Frage beschäftigt, was könnte ein Menschen, der kein Fremdsprachendidaktiker ist, kein Lehrerin für Spanisch, Französisch, Englisch oder was auch immer, welche Fremdsprache dazu bringen, sich an die Fremdsprachendidaktik irgendwie zu wenden, was könnte. Und da ist mir gleich eingefallen, also ein Thema ist Beratung. Natürlich, wenn ich eine Beratung suche, zum Beispiel, um zu wissen, welche Methoden kann ich jetzt am besten ansetzen, wie kann ich jetzt am besten mich mit dieser Sprache beschäftigen? Ich brauche das jetzt in 2 Monaten muss ich das lernen, weil ich mein Kind darf jetzt die 2. Fremdsprache wählen. Diese Frage kriege ich oft gestellt. Was würden Sie empfehlen, Französisch oder Spanisch? Ich sage nichts. Englisch ist ja einfach schon die erste Fremdsprache, da gibt es ja keine Diskussion. Das sind so Fragen. Oder zum Beispiel auch die Frage der Phonetik, des Aussprechens. Ne? Es gibt ja gewisse Laute, da meinen wir können es nicht mehr lernen. Also zum Beispiel das R-Rollen im Spanischen. Ne? Das ist für viele schwierig und manchmal hat es physische Gründe. Aber es gibt Sprechübungen, es gibt phonetische also Hintergründe, wie man das auch üben kann und wie man das dann doch schaffen kann. Und es gilt insgesamt fürs Lernen von Fremdsprachen. Also es ist verrückt, was wir alles lernen können. Schön. Und was wir auch wissen zum Beispiel ist, dass das Gehirn sehr viel, also gut, das Mythos, das kennen wir ja auch, ne? Dass wir das nur irgendwie, weiß ich nicht, 25% oder so des Gehirns benutzen. Das habe ich, glaube ich, aus irgendeinem Film. Es gibt ja auch die es gibt ja auch die Annahme, dass je mehr Sprachen ein Kind lernt, desto weniger besser lernt es die Sprachen. Ne? Also es gibt ganz oft bei Kindern, die mehrsprachig aufwachsen, diese Idee. Und die stimmt nicht. Die ist wissenschaftlich widerlegt. Also wir können ganz viele Sprachen lernen. Wir sind als Babys, können wir jede Sprache lernen und ganz viele Sprachen lernen. Es gibt ja auch Kulturen, die lernen 20 Sprachen irgendwie oder die leben da gleichzeitig. Ne? In afrikanischen Ländern gibt es 256, gibt es in Kamerun zum Beispiel. Da sind wir so weit von entfernt und wir diskutieren darüber, ob es noch eine dritte Fremdsprache in der Schule geben kann, ne? Oder ob wir noch in der Lage sind, noch eine Sprache zu lernen.
Darf ich vielleicht noch, mir ist noch eine Sache eingefallen, was vielleicht auch interessant sein könnte für Leute, die nicht Fremdsprachendidaktiker sind. Und das, finde ich, sind Memorierungstechniken. Also ich hatte das vorhin schon mal angedeutet, aber da wurde sich ja unglaublich viele Gedanken gemacht. Und es gibt eine Fremdsprachendidaktikerin, weiß nicht, ob ihr die kennt, Michaela Sambanis wahrscheinlich, die sich da wahnsinnig viel mit beschafft hat, mit Neurowissenschaften. Und eine Studie, die sie gemacht hat, ist eben, wie Bewegung oder auch Dinge aus der Theaterwissenschaft eben helfen können, Dinge zu memorieren. Die sind natürlich, bei uns ist es Wortschatz, aber das ist ja übertragbar auf alles andere. Also ich glaube, das könnte auch was sein, wie kann ich überhaupt etwas insgesamt lernen und wie bleibt es bei mir besser hängen? Und dann ist es ja egal, ob ich Mathe lerne, Physik, Geschichte oder was weiß ich, und auch in jeder Lebensphase ist es eigentlich egal, wie kann ich mir Sachen besser merken? Das kann ich ja immer gebrauchen. Und ich glaube, da kann die Fremdsprachendidaktik ganz viel dazu beitragen. Zur Relevanz. Wir hatten eben so ein bisschen, vor allem von deiner Seite, ging es dann Richtung Professionalisierung. Da habe ich so ein bisschen aufgemerkt, Moment, professionalisieren, sind FremdsprachenlehrerInnen nicht schon eigentlich Profis, aber du meintest mit Professionalisierung das auf akademische Füße zu setzen, um dann, es gibt eine Studie, dass dann auch so etwas kommt wie eine regelmäßige Fortbildung, damit man nicht aus der Uni rausgespuckt wird, in der Schule dann alles weiß und nach 30 Jahren feststellt, ist nicht mehr so, sondern das war mit Professionalisierung gemeint. Da gibt es eine Frage, die würde ich jetzt stellen, und zwar an Cedric bezüglich der Professionalisierung. Ich wollte es nochmal aufgreifen, weil das war ganz konkret an dich adressiert, deswegen möchte ich das auch so stellen. Denkst du, dass du mit kurzer Vorbereitung, also als Quereinsteiger, in den Lehrerberuf einsteigen könntest? Wir wollen jetzt nicht sagen, dass du Fremdsprachen vermitteln müsstest, aber könntest du dir vorstellen, Physiklehrer oder Chemielehrer zu werden? Weil da drin hast du schon sehr viele Videos gemacht. Definiere kurze Vorbereitung. Gut, nehmen wir das Modell, was in den 90er Jahren schon im Schulsystem passiert ist, was in den letzten Jahren auch wieder da ist, weil die MINT-LehrerInnen und Lehrer fehlen. Also du hast eine wissenschaftliche Ausbildung genossen in Physik. Du wirst ins Seminar und ins Referendariat getreten und nach 3 Tagen stehst du vor deiner Klasse, aber du hast noch Hilfe in Form eines anderen Lehrers, der auch schon mal Physikbuch gesehen hat. Na, also unterrichten, also wie gut ist es dann, ist halt die Frage. Ne? Also und ich werde die 45 Minuten schon voll bekommen, so, oder? Also, es ist, aber wie gut ist es dann? Also nein, ich werde ziemlich sicher nicht so gut sein wie ein durchschnittlicher Lehrer, der das dann für was weiß ich, wie viele Jahre studiert hat. Weil ich was ganz anderes gelernt habe, die letzten 7 Jahre, die ich jetzt Videos mache. Das ist ein ganz anderer Job, den ich aktuell mache. Ich muss mich überhaupt nicht damit auseinandersetzen, wie lange mir zugehört wird, ob mir jemand wegguckt, ob jemand redet. Es ist eine ganz andere Form von Didaktik und deswegen würde ich das, glaube ich, ich weiß es sogar, weil ich diese Sommerseminare mache, dass das nicht mein Environment ist. Also ich brenne sehr für Kameras und kann das super gut erklären und ich glaube, da bin ich auch, und ich könnte bestimmt auch dann für die Physikthemen total brennen. Und selbst da gibt es Themen, die ich nicht so spannend finde, wo ich dann bewusst keine Videos drüber mache, aber als Lehrer müsste ich ja dann was dazu machen. Oh ja, der Lehrplan. Dann geht's aber los, dann quasi in die Klasse, die 8. Klasse Physik vorzubereiten, wo keiner Bock drauf hat eigentlich, auf den nächsten Test vorzubereiten, könnte ich ziemlich sicher nicht, ne. Ja, also danke für die ehrlichen Worte. Das ist, aber ja, danke für diese Form von Selbstreflexion. Ja, genau. Du möchtest direkt was dazu sagen. Auf jeden Fall. Okay, ja. Nein, ich möchte was zum Stichwort Lehrplan sagen. Ja. Das ein Link, der da in dem Begriff der Professionalisierung drinsteckt, auf die Gefahr hin, dass ich hier Klatsche kriege, aber ich habe so eine Beobachtung, dass ganz viele didaktische Begründungen für das, was wir da machen, welche Themen wir anfassen, wie wir das machen, welchen Konzepten wir folgen, dass die aus den Curricula gezogen werden. Ja, und in Seminararbeiten, dann lese ich dann, wenn die Begründungen gegeben werden sollen, warum wir was machen, ja, das steht halt da und da. Ne? Und das finde ich so eine,
Also, weil es im Lehrplan steht, müssen wir das. Weil es da steht, ist ja. so eine curriculare Deformation. Und da würde ich mit der Professionalisierung ansetzen, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass Fremdsprachenlehrerinnen und Lehrer selber entscheiden können, also über professionelles Handlungswissen verfügen, das ihnen erlaubt zu sagen, das und das will ich machen, aber auch das und das muss ich machen, weil ich weiß, dass das wichtig ist. Und wenn das jetzt nicht im Kerncurriculum steht, ist das Pech fürs Curriculum. Ja, so will ich, ja wirklich, das finde ich total wichtig. Und ich finde, das gehört zur Professionalisierung, dass wir eine Ausbildung hinkriegen, die alle Lehrerinnen und Lehrer in die Lage versetzt, sich über die Curricula zu stellen und zu entscheiden, ob das richtig ist und gut ist. Gilt übrigens auch für den europäischen Referenzrahmen, der auch seine Tücken hat, ja, wo man sagen muss, nee, das ist nicht die Art von Lernen, die ich möchte, oder das sind nicht die Könnensbeschreibungen, die ich eigentlich für mich so ansetzen würde. Und das ist so ein Konzept und Handlungswissen, das in die Lehrerinnenbildung gehört, damit man als Lehrperson über den Curricula steht, die benutzen kann, auch entscheiden kann, aber trotzdem selbstbewusst genug vor die Klasse, vor die Lerngruppe treten kann und zu sagen, das ist mein Ding, ich mache das hier, ja. Danke, dass du es nochmal mit dem Curriculum und Lehrplan und so angesprochen hast. Dazu passt auch sehr gut eine Frage, die jetzt hier gerade mit reinkam. Vor allem, weil auch unser Titel ist ja, damit wir uns richtig verstehen, impliziert ja im Prinzip schon, dass es Missverständnisse gibt, die ganze Zeit. Wie funktioniert denn oder wie verläuft aktuell Kommunikation zwischen der Theorie der Uni und der Praxis in der Schule? Wie funktioniert das? Welche Missverständnisse gibt es und wie könnte man das besser machen? Das ist vielleicht, also nehmen wir erstmal, wie könnte man das besser machen, erstmal raus. Wie ist der aktuelle Stand? Ulrike, da würde ich direkt bei dir anfangen. Wo siehst du das, oh Gott, wir müssen hier ein Feuer austreten, bevor wir mit dem Neubau anfangen. Nein, okay, schön. Natürlich nicht. Aber ja, das ist natürlich eine ganz essentielle Frage, die uns hier, glaube ich, alle sehr interessiert. Und die Frage ist, was kommt an und wie kommt es an? Es kommen natürlich irgendwo Dinge an, aber ich würde sagen, sie kommen sehr zeitlich verzögert an. Ich glaube nicht, dass wir in der Schule oder jeder an der Schule genau weiß, wo jetzt gerade Forschungsgebiete an der Uni in der Fremdsprachendidaktik stattfinden. Wenn denn dann irgendein Ergebnis da ist, was größer oder kleiner ist, ich glaube, dann gibt es schon Momente, wo das auch an die Lehrkräfte herangetragen wird, in Fortbildung beispielsweise, in Fremdsprachentagen, die stattfinden, die auch häufig an der Universität lokalisiert sind. Dann natürlich auch in der Referendarsausbildung. Ich glaube, die sind sehr vernetzt auch mit der Universität. Da wird sehr viel, ihr habt vorhin erzählt, es gibt Forschungssemester, wo man in Schulen reingeht, wo man in Kommunikation ist. Also es kommt schon was an. Die Frage ist natürlich, was möchte man? Also möchte man, dass möglichst viele das? Möchte man das kurzfristiger machen? Das ist vielleicht auch nochmal eine Fragestellung, die man sich hier stellen könnte. Geht es darum, mehr Masse an mehr Menschen zu bringen? Oder geht es darum, es schneller und kurzfristiger weiterzutragen. Das kann man vielleicht auch nochmal diskutieren. Und es kommt natürlich, wo wir da bei den Lehrplänen und bei den Curricula sind, die sind natürlich auch irgendwann mal ein Ergebnis von Studien. Sonst würden wir ja genauso unterrichten wie vor 40 oder 50 Jahren. Das tun wir ja aber nicht. Vielleicht, genau. Und es braucht natürlich, es ist ein wahnsinnig langwieriger Prozess. Ich meine, ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass wir nicht alle 2 Jahre neue Curricula haben, weil da würde ich durchdrehen. Aber ich finde den Aspekt interessant, die zu nehmen. Ja, man muss sich natürlich irgendwo daran halten, aber auch irgendwo sich darüber zu stellen und zu sagen, okay, das passt mir jetzt nicht, ich mache es jetzt mal anders und das kann ich aber auch begründen, warum ich das tue. Nämlich aus den und den Gründen, das mache ich vielleicht nicht vor den Schülern, aber vor mir selbst oder auch in der Fachgruppe. Ich glaube, bei diesen ganzen Fragestellungen ist ein ganz wichtiger Aspekt auch der Zeitfaktor. Also viele von uns sind natürlich an verschiedenen Momenten im Schuljahr sehr eingebunden, schon mit den Dingen, die im Alltag sind. Also so eine Abiturzeit, da ist nicht viel Puffer für irgendwas anderes. Und es gibt Schuljahre, da ist man auch mit Kursen belegt, die einen sehr fordern, sodass man gar nicht so die Zeit hat, jetzt auf viele Fortbildungen zu gehen oder sich viele Sachen anzuhören. Also ich glaube, das ist ein Aspekt, über den man auch mal nochmal nachdenken könnte. Das ist natürlich nicht unser Thema.
Thema, das ist ein ganz anderes Thema, woanders lokalisiert, aber ob man nicht verpflichtende Fortbildungstage einfach mal schafft an der Schule, um eben diese Dinge schneller und auch mehr in der Breite an die Menschen zu bringen. Also um es zusammenzufassen, es kommt was an. Ich würde aber sagen, es kommt verzögert an und es kommt auch sicherlich nicht bei allen an. Also ich würde sagen, da ist noch sehr viel Luft nach oben, also in der Zusammenarbeit oder in der Verzahnung oder in der Kooperation, im Transfer zwischen Universität und Schule. Aber da ist schon sehr, sehr viel passiert, ne? Also in den letzten 20 Jahren, reden wir mal von den letzten 20 Jahren, beispielsweise in der Fachdidaktik selbst, dass es die gibt, die Fremdsprachendidaktik, Fachdidaktik an den manchen Universitäten noch nicht, aber doch an den meisten Universitäten ist sie im Fach verankert, also in der Romanistik oder in der Anglistik. Und dann sind diese Leute auch, anders als noch vor 20 Jahren, Menschen, die selbst schon mal die Schule von innen gesehen haben, also ein Referendariat absolviert haben und auch unterrichtet haben. Das heißt, sie kennen, haben da vielleicht auch schon Kontakte, bringen diese mit und können das natürlich, also das erstmal auf personeller Ebene. Dann gibt es, also das sind Entwicklungen, die passieren langsam, leider. Aber, und dann gibt es auch schon, an der Universität Hannover weiß ich zum Beispiel ein Forschungsprojekt, das sich damit befasst, diese einzelnen Phasen der Lehrerbildung, der Kräftebildung miteinander zu verzahnen. Die erste, die universitäre, die zweite, das Referendariat und die dritte, die Weiterbildung, die nämlich eigentlich auch eine sehr wichtige Phase ist, weil das einfach die längste ist. Und das ist ein guter Aspekt, den du sagst, also eigentlich sind es die besonders engagierten Lehrkräfte, ne, die immer da sind bei den Fachtagungen. Wir kennen sie ja in der Community dann auch und natürlich haben wir da unsere Verbindungen und es ist auch besser geworden. Aber da ist noch viel, also strukturell viel Luft nach oben. Also es fängt ja schon damit an, dass die Seminare, die Studienseminare, also und wir an den Universitäten, also sie sehr viel stärker miteinander arbeiten sollen, allein schon um die Progression, also der zum Beispiel theoretischen Konzepte, die wir vermitteln, die sie dann in die Anwendung, die dann in die Anwendungsphase gehen. Also unsere Studierenden im Master, die haben ja schon, also es kann man gar nicht vergleichen mit dem Lehramtsstudium vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren. Es ist ein ganz anderer Stand. Ich möchte kurz einhaken. Helf uns ein bisschen, das besser zu verstehen, weil du steckst jetzt sehr, sehr drin. Ja. Ich habe auch so dieses Bild von ein Lehrer, eine Lehrerin wird gemacht an dieser Hochschule, wird in die Schule geschmissen und dort bis zur Pensionierung macht sie dann Dinge. So, das eine sehr, sehr vereinfachte Form. Aber wie funktioniert das konkret? Du sprichst vom Seminar, das ist der Schritt von der Uni in die Schule rein. Nein, also das Studienseminar ist, also das Fachseminar, das findet im Referendariat statt. Okay. Das ist der Ort, wo man sozusagen hingeht während des Referendariats. Man ist natürlich an der Schule, also fangen wir mal von vorne an. Ja, genau. An der Universität, es sind nicht alle Universitäten, die einen Bachelor of Education anbieten, aber es gibt schon viele, die schon im Bachelor, also fachdidaktische, pädagogische und psychologische Anteile mit Fokus auf Schule anbieten. Muss aber nicht sein, man kann trotzdem, also es noch nachstudieren und den Master of Education ist sozusagen das erste Staatsexamen, was wir früher hatten. Mhm. Äquivalent zum ersten Staatsexamen. Dann kommt das zweite Staatsexamen, das ist das, was man nach dem Referendariat, also nach der Praxisphase und die Verzahnung, das ist natürlich dann mit dem Studienseminar, das ist ja begleitend, man hat dann auch immer noch Veranstaltungen zu den jeweiligen Fächern, wo es eben konkret um Methodik geht, um die Umsetzung von Unterricht. Und da gibt es auch noch Luft nach oben. Ja, okay. Also vor allen Dingen in der, das kann ich ja eigentlich sehr, sehr gut beurteilen, weil ich einfach, das ist gar nicht so lange her und ich darüber auch viel nachdenke, dass es eigentlich sehr viel besser abgestimmt werden könnte, die Inhalte, die wir an der Uni vermitteln, mit denen, die am Studienseminar vermittelt werden. Also da glaube ich, könnte mir jeder, der das Referendariat in den letzten Jahren gemacht hat, bestätigen, dass man da oft sitzt und sich denkt, okay, das habe ich ja jetzt an der Uni schon gemacht, ne? Also oder vielleicht braucht man mehr Zeit, auch diese Unterrichtserfahrung
zu verstehen. Also dann an eine andere Form auch des Referendariats, wo sehr viel mehr an der Schule passiert, sehr viel mehr Mentoring, sehr viel mehr mit einer Lehrkraft zusammenarbeitet. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in Bremen ist, aber in Niedersachsen ist es ja auch so, dass man ja direkt von Tag 1 eigenständigen Unterricht leisten muss. Ne? Also den macht man. Also was für ein Grund, also dahinter stecken wahrscheinlich Sparmaßnahmen, aber wie immer. Aber das ist natürlich suboptimal, sage ich mal, für die Ausbildung. Vorsichtig ausgedrückt, ja. Ich dachte, ich habe das eben ein bisschen überdramatisiert mit dem direkt wirst du hineingeschaut, aber okay. Es ist leider so und es ist wirklich auch so, dass man aus dem Referendariat dann, also es kommt darauf an, in welchem Bundesland man malträtiert wird, weil es gibt Referendariat, also es ist zum Teil... Deine Wortwahl ist bezeichnend. Ist man damit fertig und man ist fertig, man denkt sich, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und ich habe das selbst erlebt und habe gedacht, welches Unternehmen macht seine Berufsanfängerinnen schon von vornherein so kaputt, dass die keine Lust mehr auf Schule haben und dann oder auf die Arbeit haben und dann erstmal sagen, so, jetzt bin ich Beamtin, jetzt kann ich mich erstmal ausruhen ein bisschen. Es geht natürlich. Ausruhen ist eine super Geisteshaltung für lebenslanges Lernen und Fortbildung. Ja, weil ja. Die Lehrerin kann es sagen, die Dynamik an der Schule ist extrem. Ne? Man muss da also performen und deswegen sagt ja Cedric, ich würde mir das jetzt nicht anzutrauen. Genau. Und deswegen ist diese letzte Phase, die Phase der Weiterbildung, so wichtig. Die ist so wichtig, weil wir hören ja, du hast es ja selber gesagt, wir hören ja gar nicht auf, dazu zu lernen, zumal unsere Gesellschaft sich permanent entwickelt, unsere Kinder und Jugendliche andere Bedarfe haben, anders so. Und ich muss doch als Lehrkraft darauf reagieren können und wir können doch nicht von unseren Lehrkräften verlangen, dass sie das alle mit sich selbst irgendwie ausmachen. Deswegen gibt es ja auch Fortbildung, Weiterbildung und das würde uns, die Fremdsprachendidaktik, ja dann wieder näher an die Lehrkräfte bringen, weil wir uns natürlich damit beschäftigen, mit diesen Veränderungen und mit diesen neuen Methoden. Und so, das wäre ja, also ich bin ein bisschen idealistisch, aber wenn das alles gut funktionieren würde, auch strukturell, dann wäre das ein super Kreis, sage ich mal, wo dann nämlich auch zurück in die, zu uns würde ja auch diese ganze Praxiserfahrung und aus erster Hand zurückkommen, mit die wir dann weiter beforschen können und so weiter, das wäre optimal. Ich glaube, wir sind auf dem Weg, Entschuldigung, das ist der letzte Satz, ich glaube, wir sind auf dem Weg, oder? Also es ist zumindest besser geworden. Also ich wollte da ganz kurz einhaken, ich wollte nochmal zurückkommen auf diese Verzahnung zwischen den universitären Studien, die Ergebnisse, die da rauskommen und was kommt bei uns an. Ich glaube, bei egal welchen Formaten wir uns ausdenken und ja, du hast recht, es passiert eine ganze Menge, es passiert auch sehr viel, das ist wirklich toll, aber es ist auch noch Luft nach oben. Ich glaube, bei egal welchen Formaten wir uns Gedanken machen oder was man überlegt, ich glaube, ganz wichtig wäre, dass man die Studien, die an der Uni stattgefunden haben und die Ergebnisse, die dann ja daraus resultieren, dass man danach versucht, ein Praxispaket sozusagen für Lehrkräfte zu schnüren. Also ein bisschen oder dass man dann noch was zwischenschaltet, was ja schon auch auf Fortbildung passiert. Die finden ganz häufig so statt, dass ein universitärer Vortrag stattfindet und hinterher gibt es Workshops, wo man dann versucht, ne, Praxisbeispiele. So finden schon viele Fortbildungen statt. Darf ich kurz, kannst du uns mal so mitnehmen, wie sieht das aus mit wie viel Fortbildung muss jemand machen, der in der Schule als Lehrkraft tätig ist? Das hängt ganz vom Bundesland ab. Bundesland abhängig. Also in Niedersachsen muss man theoretisch gar nichts. Ja, das hatte ich befürchtet. So, es gibt andere Bundesländer. Aus Berlin, ich würde sagen, da ist das ähnlich. Also in Hamburg weiß ich, da gibt es eine gewisse Verpflichtung. Da kann ich jetzt gar nicht sagen, wie, aber das Bundesland hat das verpflichtend gemacht. So und so viele Fortbildungen pro Jahr muss eine Lehrkraft da. Und da gibt es irgendwelche Punktesysteme oder keine Ahnung. Also es gibt Bundesländer, die haben das verpflichtend gemacht. Und es gibt Bundesländer, die erhoffen, dass durch die Freiwilligkeit viele daran teilnehmen. Okay, unabhängig davon, wie funktioniert das, du darfst sofort, wie funktioniert das dann, wie erfährt man da? Da gibt es Leute, die an der Uni sagen, so, jetzt müssen wir aber mal was ändern, ich mache da mal einen 3-Tages-Kurs, kommt doch mal vorbei. Oder gibt es da eine bestimmte Institutionalisierung, die auch von den Ländern kommt? Ja, also es gibt verschiedene Plattformen, es gibt Verbände.
Ja, es gibt also Fremdsprachenverband, die sehr viel organisieren, auch über Ländergrenzen hinweg. Die sind natürlich dann meistens genau, das ist auch immer dann sehr, sehr spannend, auch aus anderen Bundesländern was zu hören. Das ist überhaupt das Allerspannendste, wenn man eben mit Leuten aus ganz Deutschland spricht. Weil man dann Unterschiede feststellt, aber auch ganz viele Gemeinsamkeiten. Und das macht eigentlich, finde ich, am meisten Spaß. Es gibt aber auch in jedem Bundesland ein Fortbildungsinstitut, was Fortbildung organisiert für alle Fächer. Und da muss man sich aber dann informieren. Also da muss man drauf gucken auf diese Homepage. Ja, manchmal kriegt man auch eine Mail zugeschickt und dann meldet man sich an. Aber es gibt tatsächlich Fortbildungsinstitute, die auch vom, und dann gibt es Fortbildung vom, die arbeiten zusammen auch mit den Kultusministerien, die bilden also auch fort. Und dann gibt es auch privat, also Verlage bieten das auch an, ne? Schulbuchverlage bieten das an, häufig auch in Kombination mit Verbänden. Also es gibt verschiedene Plattformen, die also solche Fortbildungen anbieten. Und wie evidenzbasiert ist denn zurzeit die Lehrerfortbildung? Da würde ich jetzt... wolltest du erst noch was anderes sagen? Nein, ich wollte mich genau auf diese Frage beziehen. Das eine ist, ich weiß nicht, ob man da eine Norm setzen muss, dass man so und so viele Stunden Fortbildung im Schuljahr machen muss. Ich wollte ein bisschen Ehrenrettung betreiben, weil ich glaube, dass an ganz vielen Schulen ganz viel stattfindet, ja. Und dass Lehrerinnen und Lehrer ganz viele spannende Fragen selbst aufwerfen. Ich wollte jetzt nicht mit den Fragen, die ich stelle, so tun, als ob ich die Lehrer vor den Karren werfen würde. Nee, danke, dass du es einordnest. Das ist evidenzbasiert, weil ich das sehr viel selbst erlebe und wir, okay, ich meine, die das auch erfahren, dass wir zum Beispiel von Schulen einfach angefragt werden, von Schulen eingeladen werden. Da sind gar kein Institut dazwischen oder Verpflichtungen, wir müssen mal, sondern die haben eine Idee, was sie gerne machen möchten und wie sie Unterricht weiterentwickeln möchten und was sie dazu anfragen, ja. Also, und das jetzt nicht, das sind keine Ausnahmen, sondern das ist relativ häufig. Das ist eine, dass es durchaus so einen Innovationswillen, einen Entwicklungswillen gibt an ganz vielen Schulen in Fachschaften. Manchmal ist das punktuell in einzelnen Fachschaften, das erlebe ich auch. Dass ich jetzt nur von Englischlehrerinnen angefragt werde, sind aber auch schon mal Spanischlehrerinnen dabei, ja. Und das andere ist, ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, die Frage, wie das, was an der Universität in den Disziplinen passiert, wie das in die Praxis kommt. Das Problem ist ja, dass wir diese Frage überhaupt haben, ja, dass wir da so eine, einerseits hier, da, die entwickeln irgendwas und was als Wissen an die Lehrpersonen gehen soll und dann auf der anderen Seite, da sind die warten drauf, dass wir da kommen oder so. Und da haben wir natürlich ein Riesenproblem, weil diese Art von Transfer meiner Ansicht nach prinzipiell nicht gut gelingen kann, ja, weil das immer sehr punktuell bleibt. Und deswegen möchte ich, dass die andere positive Erfahrung, die ich habe, ist aus dem großen Forschungsprojekt, aus dem Nationalen Forschungsverbund zur Begabungsforschung. Da arbeiten wir im Englischprojekt mit 18 Schulen zusammen, mit 18 Fachschaften, muss ich sagen, zusammen. Und da versuchen wir, und das haben wir auch im Verbund so besprochen, eine ganz andere Art von Theorie-Praxis-Verhältnis zu entwickeln. Das heißt, einerseits arbeiten wir als Forscherinnen und Forscher zusammen mit den Lehrerinnen und Lehrern daran, wie wir Unterricht entwickeln wollen. Ja, also es ist eine kooperative Sache. Und andererseits erhoffen wir uns, und wir befinden das auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer eine forschende Haltung entwickeln zu dem, was sie machen. Ja, das heißt, das finde ich eine, auch das würde ich zur Professionalisierung zählen, dass wir als Lehrerinnen und Lehrer lernen, sozusagen unser eigenes Handeln, unseren Unterricht, aber auch unsere Lernenden mit forschenden Fragen zu explorieren, sodass wir besser wissen, was wir da machen und auch eine kooperative Haltung entwickeln, wie wir in der Fachschaft zusammen mit solchen Einsichten umgehen, wie wir was weiterentwickeln zusammen und wie wir das wissenschafts- und forschungsbasiert machen. Also nicht einfach so, sondern gucken, wo gibt es dazu Angebote, was sind die Fragen, die wir gerne bearbeiten möchten und wo können wir uns da Expertise erhoffen, die wir hinzuziehen. Also so würde ich mir das vorstellen. Ich würde mir diese Involviertheit, ja, von Lehrern und Lehrern in die Forschung unbedingt als Zielsetzung der Professionalisierung mit vorstellen. Eine Forschungshaltung dem eigenen Unterricht gegenüber, aber auch, was ich auch gesehen habe in unseren Schulen, der gegenseitigen Hospitation, wo Lehrer und Lehrer zusammen was entwickeln und gehen in der Parallelklasse gucken, wie es bei denen gemacht wird, wie es gelingt
Und dann evaluieren sie zusammen, was sie jetzt in dem Projekt gesehen haben und wie sie es weiterbringen. Ja. Also so eine Haltung, finde ich, das wäre das Ziel, das ich mit Fortbildung ja, verbinden würde, obwohl es gar keine Fortbildung im herkömmlichen Sinne mehr ist. Ne? Also kommt nicht jemand und sagt, mach mal das und dann mache ich es. Sondern das ist eine Entwicklungsarbeit mit einer Forschungshaltung. Ja, danke. Ulrike, du möchtest noch was ergänzen? Ah, ganz kurz. Also das hört sich für mich wie der Idealfall an. Das hört sich natürlich fantastisch an. Man arbeitet mit Lehrkräften zusammen, man macht Studien, das ist ja auch das, was wünschenswert wäre. Man evaluiert sich selbst und probiert Sachen aus, die haben nicht funktioniert. Man guckt, warum und fundiert das oder belegt das dann mit Studien. Das scheitert natürlich ganz häufig an Zeit. Da bin ich wieder bei dem Faktor. Und in den Genuss kommen natürlich häufig dann auch nur einzelne Schulen. Also du sprachst von sehr vielen in deinem Umkreis. Ich habe das jetzt an meiner Schule noch gar nicht erlebt, muss ich sagen. Ich habe natürlich, es sind Anfragen und du hast recht, es passiert an der Schule wahnsinnig viel. Wahnsinnig viele auch Ideen, also Sachen, die auch wirklich, also die, um von diesem Muss, ne, ich muss eine Fortbildung wegzukommen. Das stimmt in der Tat. Ich habe auch viele Kolleginnen und Kollegen, die mit Universitäten zusammenarbeiten oder ein Standbein in den Universitäten haben, das ist natürlich auch ein Idealfall, weil sie dann, und das ist letztendlich wünschenswert, also vielleicht kann man ja überlegen, ob, also, ne, also ich suche jetzt nach keiner Lösung, aber dass man die Kolleginnen und Kollegen, die eben ein Standbein auch an der Universität haben, die tragen natürlich was an die Schule zurück, in ihre Fachschaften, es werden Dinge diskutiert und dann wird es auch an die Universität zurückgespiegelt und das ist, hört sich natürlich toll an. Das ist nur wenigen vorbehalten, sage ich jetzt mal. Und man müsste vielleicht dann nochmal überlegen, wie kriegt man das dann noch ein bisschen so in die Masse. Aber es ist ein, ja, genau. Ja. Transferstrukturen schaffen. Ja, an der Stelle, wir haben jetzt viel von dem, also danke, dass ihr einen quasi auch einen Ablauf versucht habt zu umreißen bezüglich Fortbildung, Ausbildung und wie ist es da. Und da höre ich, dass die Universität relativ weit weg von der Schule ist, aber die Sachen besser werden und eine Verzahnung immer mehr stattfindet. Ja. Du, sag bitte was, ich will dich nicht unterbrechen. Weil man muss schon sagen, dass es Bundesland abhängig ist. Also ja. In NRW beispielsweise haben wir einfach ein Praxissemester und das heißt, ein Semester lang gehen die Studierenden an die Schulen. Also sie sind sozusagen abgeordnet an die Schule. Also nicht erst im Referendariat, sondern das mitten. Das Praxissemester ist im Master, das ist das zweite Mastersemester. Also sie haben ein Semester. Werden schon mal in die Schule reingeschmissen, um zu gucken. Sie sind das ganze Semester lang, also ein halbes Jahr lang an der Schule und haben hospitieren da, haben Unterricht, haben ein Forschungsprojekt zu entwickeln. Das heißt, das kann Unterrichtsbeobachtung sein, es können auch Interviews sein mit Schülerinnen, mit Lehrerinnen zum bestimmten Thema und so weiter. Die arbeiten das aus, also die befassen sich mit Unterricht, mit dem Fachunterricht. Also sie machen das Praxissemester im jeweiligen Fach. Ne? Und diese Kooperation funktioniert, also das kann man sich ja vorstellen, das muss man ja erstmal aufbauen. Also das Land NRW, das hat lange gedauert. Ich weiß noch, als ich in Bochum war, fing das an. Praxissemester war so ein Projekt, das angefangen hat. Ja, das war 2010, 2011. Ich weiß jetzt nicht, wann das Praxissemester eingeführt wurde. Vielleicht vor 5, 6 Jahren, jetzt irgendwie sowas. Ne? Und seitdem gibt es diese Kooperation mit Schulen. Und das ist natürlich eine super Gelegenheit, nicht nur mit den Kollegen an den Schulen, auch mit den FachleiterInnen zu tun zu haben, aber auch unsere Studierende, die gehen ja in diese Schule, aber da werden sie ja später nicht arbeiten, die kommen ja dann nochmal zurück an die Uni. Und was ich denen ja dann auch immer sage, also jetzt zum Beispiel in Paderborn gibt es den Fremdsprachentag einmal im Jahr. Also ich hoffe, ich sehe Sie einmal im Jahr mindestens wieder und Sie kommen hier hin. Das ist an einem Mittwochnachmittag, da, ne? Ich glaube, dass dieser Transfer, also und diese Kooperation, die muss auf allen Ebenen, also A, strukturell aufgebaut sein. Das hilft, wenn man so ein Praxissemester hat. Es hilft, wenn man zum Beispiel Fortbildungen an den Universitäten stattfinden lässt und mit den Leuten der Universität irgendwie zusammenarbeitet und so weiter. Und es hilft, wenn Berufsverbände da auch ein Auge drauf haben. Also beispielsweise der Spanisch-Lehrkräfteverband, dass er darauf guckt, dass alle Akteurinnen der Spanisch-Didaktik mit
genommen werden. Es, sowas hilft, ne? Aber am Ende des Tages hat es auch mit uns Einzelnen zu tun, dass wir nicht im stillen Kämmerlein unseren Unterricht, Tür zu, ich mache meinen Unterricht, dann gehe ich nach Hause, also ist jetzt die Perspektive der Lehrkraft, oder ich in meiner Uni, in meinem Brot, in meiner Wolke, in meiner Blase, Elfenbeinturm forsche und das andere ist mir egal. Das können wir in der Didaktik, das sollten wir nicht, das geht nicht. Wir müssen diesen Transfer, diese Kooperation unbedingt fördern und dafür sorgen, dass es halt mehr wird. Ne? Ja. An der Stelle sehe ich jetzt auch ein interessantes neues Betätigungsfeld für Menschen, die die Aufgaben nachgehen, wie du es tust, indem du Erklärvideos machst, Workshops mit Schülerinnen und Schülern auf der einen Seite, Lehrer und Lehrerinnen könnten eine neue Zielgruppe sein. Was sagst du bezüglich Fortbildung und dieser Perspektive auf diese Sache? Ich sag schon, es ist ein schwieriges Publikum. Auf jeden Fall, ich glaube auch, weil dann, also man muss ja dann nochmal ein Level draufsetzen wahrscheinlich. Klar, auf der anderen Seite, also ich bin leider, am Ende des Tages habe ich ein Team, ich muss die Leute bezahlen und die Zielgruppe LehrerInnen ist ja ein bisschen kleiner als das, was ich aktuell anspreche, alle. Ja. Das heißt, ich persönlich werde es vielleicht nicht unbedingt umsetzen können, aber generell auf jeden Fall. Im Prinzip auf jeden Fall. Was die Frage aufwirft, die ich sowieso schon die ganze Zeit jetzt irgendwie stellen wollte, weil jetzt, also so, ohne jetzt deinen Part übernehmen zu wollen, aber wir kommen ja langsam aufs Ende zu und wir wollten auch vor allem fragen, wie können wir denn jetzt dieses neue Forschungsfeld, neu, aber eigentlich schon neu, denn halt auch mal raus in die Welt tragen und wie können wir das denn bekannter machen und überhaupt Leuten wie mir sagen, hey, das gibt's überhaupt. Und ja, ich übernehme dann meine Antwort für mich, man kann YouTube-Videos drüber machen. Es gibt ja bestimmt noch mehr Antworten. Ja, es gibt bestimmt mehr. Danke, Cedric, für diese Frage, die einen Abschluss einleiten könnte. Ich habe noch hier sehr, sehr viele Fragen, aber ich würde jetzt eine kurze Runde machen. Cedric würde sagen, man könnte YouTube-Videos machen über die Fremdsprachendidaktik, um Menschen die Wichtigkeit, viele Aspekte haben wir heute schon gehört, näher zu bringen, aber auch interessante neue Sichtweisen auf diese Sachen zu machen. Was würdest du dir wünschen? Was könnte man aus der Fremdsprachendidaktik noch machen? Mehr von solchen Talkshows? Irgendein Format, was du ja schon immer gewünscht hättest? Ich würde vielleicht versuchen, die Medien noch mehr ins Boot zu holen, denn ich glaube, da findet man sehr wenig. Man findet viel über Naturwissenschaften, das liegt ja auch auf der Hand, warum das so ist, aber ich denke, das, was wir vorhin gesagt haben, wo man das verzahnen könnte noch mit anderen Wissenschaften oder auch in anderen Berufssparten, dass man da vielleicht nochmal darauf hinweist und versucht, die Medien dann nochmal mehr ins Boot zu holen mit interessanten Themen, dass man also sagt, Neurowissenschaft, Memorierungstechniken, sind auch für andere Dinge vielleicht ganz interessant und dass man das versucht, nochmal diese Verknüpfung herzustellen. Danke, Wolfgang. Was würdest du dir wünschen an Formaten und an Dingen, die mal, was muss die Welt da draußen dringend von der Fremdsprachendidaktik wissen? Ich hab keine gute Idee für Formate, ne? Aber natürlich, was du gesagt hast, das Sprachenlernen selber ist nicht überall unbedingt populär. Also viel mehr rauszugehen und die Bedeutung von Sprachlernen, Fremdsprachen thematisieren. Es handelt sich ja, also ich komme aus so einem Vier-Ländereck mit Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Belgien. Das sind vier Sprachen, kann man sagen, also wenn man Flämisch dazu zählt. Und das ist ja ein riesiger Markt, ja, auch ein Arbeitsmarkt und das ist kulturelles Kapital, was in den Fremdsprachen steckt, ja. Mhm. Und ich weiß aus Erfahrung, dass es enorm schwer ist, den Menschen das irgendwie näher zu bringen, weil wir in Trier an der Schule, die ich geleitet habe, jedes Jahr eine Klasse gebildet haben mit Französisch als erster Fremdsprache. Und es hat war ein enormer Kraftakt, den Menschen in dieser Ecke, wo überall Französisch gesprochen wird, zu erklären, dass das total sinnvoll und wichtig und toll ist, wenn die Kinder Französisch top können. Ja? Das eröffnet einfach ganz andere Chancen. Ist klar, die können in Luxemburg arbeiten, verdienen immer viel Geld, ja, muss man so hart sagen. Und ja, ist so. Kulturelles Kapital. Und das wäre so ein Punkt, ja, der wirklich unterbelichtet ist, die Bedeutung, die Rolle der Sprachen. Und wie man das jetzt am besten machen kann, habe ich jetzt keine gute Idee, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber natürlich bedeutet das immer auch eine gewisse mediale
Präsenz. Und das ganz andere Feld ist tatsächlich auch die, ich würde sagen, die politische Positionierung. Ja, ich glaube, da haben wir ein echtes Defizit, dass wir vieles einfach so hinnehmen. Das betrifft ganz vieles auch. Zum Beispiel die Art und Weise, wie die Rolle von Lehrpersonen in den Curricula aufgefasst wird. Das sind ja, also manchmal sieht man ja nur noch, dass das Ausführungsmenschen sind. Die sollen halt machen, was ihnen da vorgeschrieben wird. Ja? Das ist ein völlig falsches Bild. Und jetzt ganz aktuell, deswegen habe ich eben den europäischen Referenzrahmen erwähnt, in der letzten Fassung vom Ende letzten Jahres. Ja, das ist so ein Katalog. Wenn man den liest, wird man halb verrückt, weil man fragt sich jetzt, wer soll das denn überhaupt noch erinnern, was da alles steht und dann einen Stundenentwurf machen, wo er die Ziele, die da drin stehen, irgendwie realisiert. Ja, da sind so komplexe Beschreibungen drin, also zum Beispiel zum kulturellen, plurikulturellen und plurilingualen Können, die kann man, da kann man ein Manager Assessment Center mitmachen, ja, wenn man die Interaktion noch dazu nimmt. Und dann fallen 90% der Leute durch. Ja? Das steht aber im Referenzrahmen für das Sprachenlernen. Also da, ich finde, wir müssen, und ich habe die große Befürchtung, dass die deutschen Bildungsstandards, die in der Revision sind, sich einfach da wieder bedienen. Das haben sie ja gemacht. Und dann kriegen wir das wieder 1:1 auf den Tisch als Curriculum. Und wir haben noch nicht mal sozusagen, doch wir haben schon mal kurz Stellung genommen, aber politisch präsent ist das nicht. Und das fände ich so ein ganz wichtiges Feld, dass wir als FremdsprachendidaktikerInnen uns auch das Recht nehmen, uns politisch zu äußern, zu Entscheidungen, zu Prozessen und zu dem, was die KMK beschließt und wir das nachher machen sollen. Ja. Das sind so zwei Felder, die ich sehr wichtig finde. Die evidenzbasierte Politikberatung aus der Fremdsprachendidaktik. Ja. Das ist ein, das ist ein schön gefragt werden. Ja, ja. Also, ja. Beziehungsweise man kann, gerade in Berlin hat sich ein neues Institut gegründet, das Institut für Planetary Health, die sich zum Ziel gesetzt haben, Klimaschutz als Gefahr für Leib und Leben, wenn man es zu Ende denkt, zu sehen. Und die machen Politikberatung. Vielleicht wäre das der nächste Schritt, der aus der Hochschule herauskommen kann, dass man auch solche Sachen mal man macht, das ist eine schöne Idee. Und jetzt würde ich dich fragen, Viktoria, was würdest du dir wünschen an Formaten, an Dingen? Also ich glaube, solches Format, wie wir heute hier haben, das ist also darüber zu sprechen. Kommunikation bringt es natürlich weiter. Und Didaktik hat ja mit Kommunikation ganz viel zu tun und auch mit Vermittlung. Natürlich, darum geht es ja auch. Im Prinzip sind die Anliegen, wie wir vorhin gesagt haben, ja, die gleichen. Es geht ja darum, etwas zu übersetzen für jemanden, also von A nach B zu transportieren. Das ist eine Form der Transportation. Ich würde mir wünschen, dass die Didaktik, also die Fremdsprachendidaktik insbesondere, nicht mehr nur als Handwerk verstanden wird, sondern als Wissenschaft und auch eine dritte Instanz, die ich auch gerne immer wieder meinen Studierenden sage, es ist auch eine Form, eine Kunst. Und dazwischen diese drei, es bleibt auch ein Handwerk. Natürlich sind da auch Methoden dabei, die ich lerne anzuwenden und dann professionell werde, eine Meisterin in meinem Handwerk. Aber darüber nachzudenken, wie diese Methoden sich entwickeln, das ist gekoppelt an der Gesellschaft, an der gesellschaftlichen Entwicklung. Und deswegen ist Didaktik ganz wichtig, weil man muss es einfach sagen, wir übersetzen für unsere Zukunft, nämlich für Kinder und Jugendliche. Das heißt, für die Zukunft der Gesellschaft im Prinzip, ich glaube, das ist ein gutes letztes Wort, relevanter gibt es ja wohl nicht. Ne? Okay, ja, das stimmt. Dann nehme ich mir jetzt einfach mal heraus und sage mir, was ich mir wünschen würde an Formaten von der Fremdsprachendidaktik. Ich würde mir, egal in welcher Stadt wir sind, es gibt überall lange Nächte der Wissenschaft, würde mir Speed-Dating mit Sprachen wünschen. Ich möchte mal mich an den Tisch setzen und 10 Minuten erzählt bekommen, was Rumänisch für eine Sprache ist, wo die herkommt, was sie will, wie sie klingt. Oder was über Tschechisch lernen oder noch weiter, wie sieht es mit Japanisch aus, Koreanisch oder einfach nur mal paar von den Schriftzeichen, die nicht unserem normalen Alphabet entsprechen,
kennenlernen auf eine andere Art und Weise. Wo kommen die her? Was vermitteln sie? Wie funktioniert da eine Ästhetik drin? Das fände ich total schön. Hätte ich total Bock drauf. Oder auch, ich möchte mehr Sprachen-Memes und nicht so viele okay, ich bin Physiker, ich bin dieser Sache ausgesetzt. Es gibt so viele, tatsächlich, dann bin ich in der falschen Bubble. Dann bin ich in der falschen Bubble, wir müssen uns austauschen. Auf jeden. Wo gibt's die denn? Wo finde ich die? Ja, genau, super. Ja, wahrscheinlich weniger in euren Algorithmen. Wir müssen mal die Handys tauschen. Okay, das machen wir jetzt gleich. Das waren die zwei Sachen, die mir jetzt definitiv spontan eingefallen sind, was ich als Wünsche habe, was noch an Formaten geht. Du hast eben nur YouTube-Video gesagt. Ich will dir nochmal das Wort geben, wenn du noch eine Idee oder einen Wunsch hast, was Sprachen oder was Formate angeht, dann hauen jetzt raus. Meta gedacht, man könnte es auch in der Schule auch schon mal unterrichten und dann in vielen Generationen dann die Benefits davon bekommen. Also, dass es Sprachendidaktik von LehrerInnen in der Schule an SchülerInnen und ja. In einem ganz kurzen. Also mal eine Unterrichtsstunde oder zwei. Oder mal eine verpflichtende Projektwoche. Zum Beispiel. Zu Spracherwerb oder. Ja. Sowas könnte. Wir sind jetzt in der Zeit relativ weit fortgeschritten. Ich habe jetzt selbst keine Uhr. Liebe Menschen, ich möchte kurz. Viertel nach. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass auf euren Stühlen gab es auch einen kleinen Zettel mit einem QR-Code. Den könnt ihr mit nach Hause nehmen. Den könnt ihr aber auch direkt mit dem Telefon scannen. Da kommt ihr zu einer Umfrage. Das sind nur 9 Fragen. Das würde uns, besonders Georgia und Andreas, die da hinten das Backoffice gemacht haben, sehr, sehr helfen, diese Veranstaltung heute so ein bisschen zu bewerten, Feedback zu geben. Und bei euch im Chat gibt es auch einen Link zu dieser Umfrage. Ansonsten, den bekommt man auch, wenn man Ausrufungszeichen Umfrage in den Chat eingibt, dann kommt dieser Link, öffnet den euch und wenn wir hier durch sind, dann beantwortet bitte diese 9 Fragen und ihr im Publikum tut das bitte auch. Es ist Viertel nach, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Was haltet ihr von einer kleinen Speedrunde? Ich weiß, das ist eine große Herausforderung. Ich habe nämlich hier noch jede Menge Fragen und es ist so schade, dass ich nicht mehr alle stellen kann. Ich gebe jedem 3 Sätze. Kommt er damit klar? Und ich versuche, wir versuchen eine Speedrunde. Jeder zu jeder Frage. Jeder 3 Sätze. Die sagst du oder ich? Nein, du. Ich werde eine Frage stellen und du hast 3 Sätze. Du kannst eingeschobene Nebensätze reinmachen, aber wenn du es übertreibst, dann werde ich dich auch unterbrechen. Also jeder hat 3 Sätze. Genau. Versucht es. Eine Frage, die ich sehr, sehr gerne stellen wollte. Warum hat sich Esperanto nie durchgesetzt? Ich finde es wirklich sehr schade, dass sich Esperanto nicht durchgesetzt hat. Es gab zu wenig Menschen, die damit kommunizieren konnten. Das ist jetzt eine zweite Frage eigentlich auch, aber ich weiß es selber nicht. Also Esperanto, die Kunstsprache, die extra entwickelt wurde. Ja, genau. 3 Sätze, kannst du darauf antworten? Hättest du eine Antwort darauf? Meine Erklärung wäre, dass natürlich Sprachen... Mikro, du musst in dein Mikro sprechen. Meine Erklärung wäre, dass die natürliche soziale Umgebung fehlt, ja, in denen Sprachen sich entwickeln, wachsen und zu tatsächlichem Austausch führen. Ja, also diese interaktive Seite... Und die kommunale Seite, die man für jede Sprachgemeinschaft braucht, die fehlt. Esperanto ist eine künstliche Gemeinschaft. Das ist klar. Weil es zu künstlich ist, weil der interkulturelle Aspekt fehlt und die Wörter damit keine Konnotationen haben. Ich hatte die Frage gestellt, deswegen vielen Dank. Fein raus. Was ist die Antwort? Danke fürs Beantworten. Jetzt würde ich bei Ulrike anfangen. Nein, stimmt, ich könnte bei Cedric anfangen, weil die Frage ist, sind Lehrkräfte Wissenschaftskommunikatoren? Wenn sie Naturwissenschaften unterrichten? Sonst auch immer, anscheinend, nehme ich den Gesichtsausdruck. Ja? Okay. Wenn wir die Lehrkräfte, oder wenn wir die Fremdsprachendidaktik als Wissenschaft verstehen wollen, dann ja. Okay.
Einsatz sogar. Ich fände es wünschenswert, wenn Fremdsprachenlehrerinnen und Lehrer sich selbst als Didaktikerin mit wissenschaftlicher Fundierung betrachten und dann sozusagen diese Disziplin bewerben. Das wäre toll. Also ich sage auf jeden Fall ja. Also ob Sie es wollen oder nicht, Sie sind es, denn Sie vertreten Ihr Fach und Sie vermitteln es nämlich an Schülerinnen und Schüler weiter. Und ich sage es immer meinen Studierenden in der Einführung, danken Sie Ihren Spanisch- und Französischlehrerinnen, dass Sie das Fach gewählt haben, um es zu studieren. Und ich mache auch immer eine Umfrage und es hat in 80% der Fälle mit der Lehrkraft zu tun, dass Sie dann das Fach studieren. Also ich meine, war das zu viel, 80% oder zu wenig? Naja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben auch, jetzt muss ich, das ist doch ein Satz zu viel, aber wir haben irgendwas gesagt zwischen Entertainer und Forschende, ne? Was dazwischen? Also vielleicht bist du doch demnächst arbeitslos, wenn unsere Lehrerinnen und Lehrer jetzt hier zuhören. So, jetzt fange ich aber wirklich bei unserer Lehrerin an, weil die Frage geht genau in dieselbe, nicht genau in dieselbe Richtung. Spracherwerbsprozesse individuell bewerten, sind Noten der richtige Weg? Das ist jetzt gemein, das nur mit drei Sätzen beantworten zu dürfen. Das war schon. Ja, ich würde sagen, nein. Ja, das ist schwierig. Soll ich nochmal auf dich zurückkommen? Also die Spracherwerbsprozesse zu bewerten, individuelle Spracherwerbsprozesse, war das, das war richtig. Also sind Noten der richtige Weg? Nein, weil der Prozess, den kann ich nicht bewerten. Ich kann nur hinterher ein Ergebnis bewerten, also was hinterher von diesem Prozess bei rausgekommen ist. Also das heißt, ein Prozess, ein individueller Prozess, der ist unterschiedlich lang, unterschiedlich kurz, den kann ich schlecht bewerten, aber ich kann das Output eines Prozesses bewerten. Und die Notendiskussion möchte ich jetzt gar nicht aufmachen, aber irgendwo. Man wollte die aufmachen, es tut mir leid. Ich habe das nur wenn vorgelesen. Man die Schüler fragt, alle wollen Noten, ja, die wollen sich irgendwo messen. Ja. Ob ich das immer will, kann ich jetzt auch nicht so schnell beantworten, aber irgendwo muss man ja irgendwo was haben. Ob das jetzt Noten sein müssen, lasse ich jetzt mal im Raume stehen. Es kann vielleicht auch was anderes sein, aber ein gewisses Bewertungssystem, denke ich, muss irgendwo sein, um sich auch mit anderen zu vergleichen und messen zu können. Also es gibt eben gut und schlecht. Habt ihr bewusst mehrere Sätze durchgehen lassen, Wolfgang? Möchtest du was dazu sagen? Ja. 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 Für mich ist klar, dass man, wenn es um Lehren und Lernen geht, dass man Könnensziele beschreiben muss und dass man sagen muss, was jemand können soll und dann auch gucken kann, was jemand kann. Ja? Und es ist klar, dass da immer eine Beurteilung erforderlich ist und dass das auch sinnvoll ist, weil man ja Menschen sagen muss, das kannst du schon, das kannst du noch nicht. Ja? Deine drei Sätze sind vorbei. Ob das jetzt eine Note ist, ist eine andere Frage, weil die Note noch ganz viele andere Implikationen hat, zum Beispiel Chancenvergabe. Ja, das ist ein ganz schwieriger Punkt. Okay. Ja, deswegen beantworte ich nur die zweite Frage und sage nein. Alles klar. Jetzt habe ich noch eine Frage an Wolfgang. Wie genau willst du die Welt retten? Weil das steht auf deinem T-Shirt. Ja, das ich möchte nur noch erwähnen, dass das ein Uni-Shirt ist. Ja. Ja. Ja, wegen des Kontextes. Aber ist ja ein bisschen programmatisch für heute Abend. Ich glaube, dass wir alle, wenn wir so eine Wissenschaft betreiben, einen Beruf ergreifen und uns irgendwo reinhängen, ja, dass wir die Idee haben, dass das ganz gut ist für die Welt, dass wir das machen. Ja. Das glaube ich. Ja. Letzte Frage und letzter Satz für Cedric. Weißt du, was du in dem Video, was sich mit Fremdsprachendidaktik beschäftigen wird, so alles erzählen wirst? Ungefähr? Nein. Woher soll ich das jetzt schon wissen? Wie gesagt, 200 Stunden Arbeit, die müssen noch passieren. Das heißt, es wird eins geben. You heard it here first. Okay.
möchte niemanden jetzt auf konkreten Aussagen festnageln. Wir sind jetzt ein bisschen über die Zeit. Es war mir eine große Freude, mit euch zu sprechen, für euch diese ganze Sache zu moderieren. Das hier war vom Projekt Lost in Translation, damit wir uns besser verstehen, Wissenschaftskommunikation in der Fremdsprachendidaktik. Und dahinter stecken Dr. Georgia Gödecke, Professor Dr. Andreas Grünewald und ganz viele Menschen in grauen T-Shirt, die hier geholfen haben. Für die kann man mal ganz kurz klatschen. Ohne die wäre es nicht möglich gewesen. Ein großer Dank geht auch raus an die Stiftung Innovation in der Hochschullehre, Stiftung der Universität Bremen, der Deutschen Gesellschaft für Fremdsprachenforschung. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr alle da wart, dass ihr so viele Fragen gestellt habt, die ich alle nicht fragen konnte. Danke auch an den Chat. Danke, dass ihr online zugeschaut habt. Es wird einen YouTube-Kanal von Lost in Translation an der Uni Bremen geben. Für die, die online zugeschaut haben, werde ich das demnächst nochmal in unseren Discord-Server posten, wo ihr euch da umgucken könnt und auch den Link von dem YouTube-Kanal. Nehmt an der Umfrage teil, Ausrufungszeichen Umfrage, und ihr denkt an den QR-Code, dass ihr ihn mitnehmt. Mein Name ist André Lampe. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu quatschen, und jetzt ist die Geschichte vorbei und die Forschung von Lost in Translation geht los. Dankeschön und einen schönen Abend. Es ist so viel noch. Das war's. Ja, das war's.